Umstellung keine Probleme und habe das hier im richtigen Moment finden können. Und dann wollen wir gleich wieder, wie üblich, eine Runde Skat spielen. Ich war am Freitag tatsächlich mal wieder in Elmhorst zum Clubabend, das erste Mal in diesem Jahr übrigens. Also langsam geht das vielleicht wieder. So gesehen habe ich diese Woche also schon richtig viel Skat gehabt, aber jetzt geht es natürlich weiter und online geht es viel schneller und alles hat seine Vor- und Nachteile. Ich bin gespannt, was hier passiert. Jedenfalls habe ich mich auch da schon lange drauf gefreut. So, wen haben wir da? Leo Fra ist da, Golda Länder grüßt euch, Racing ist da, Henneman, alle sind sie da. Freut mich, dass ihr dabei seid. So, wen haben wir hier? Fantastisch ist jetzt auch mein Freund. Nachher ist hier noch ein Mini-Marathon um 21 Uhr. Irgendwie 6 mal 24 Spiele ab 21 Uhr geht bis nachts um 2. Okay, interessant. Für mich ein bisschen lang, für mich ein bisschen spät. In Hamburg ist morgen übrigens Feiertag. Ist ja nicht überall, ist ja irgendwie nur in Hamburg. In vielen woanders ist es morgen, übermorgen dann, habe ich gehört. Also, da kann ich natürlich trotzdem nicht so richtig ausschlafen, aber nichtsdestotrotz, so der Sonntagabend hinein spielen in den Feiertag an sich auch mal ganz schön. Ja, was kann ich sonst noch sagen? Ah, es geht los. Es geht los. Mit Mutti und mit Trommelschlumpf. So. Naja, mit Mutti kann es ja an sich nur gut werden, ne? Man kann es nicht anders sagen. Mit Mutti wird es eine runde Sache. Ja, aber heute ein herrlicher Tag hier, ne? 20 Grad oder noch ein bisschen mehr im Ende Oktober draußen, so im Poloshirt rumgelaufen. Ui, 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 sagt die Mutti. Ja. So machen wir es. So, gucken wir also, was jetzt passiert. Ich bin gespannt, ich bin willig. Und das Spiel komme ich ja auf keinen Fall vor 24 vorbei. Boah, es ist schwer, den wegzulassen, ne? Brauchen schon eine Verstärkung. Aber stell dir mal vor, der reizt Pik ohne 2 oder sowas. Guck mal, hepp. Und da finden wir doch den alten. Ne, haben wir aber nicht gefunden. Den haben wir nicht gefunden. Jetzt machen wir nach zweimal Schrott im Skat, machen wir schon einen sehr, 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 sehr windigen Rang los, muss man so sagen. Er kann auch Pik Hand reizen und zwei Bauern haben. Der war mir aber gleich am Anfang irgendwie zu gut, um den weggehen zu lassen. So, wenn Mutti übersticht, dann doch hoffentlich mit dem Kreuzbuben, ne? Er muss noch einmal bedienen. 19. Wenn Herz 10 blank ist, aber ich glaube, wir ballern einfach einen Buben raus und hoffen dann. So, Mutti hat keinen Pik mehr. Das sieht doch gut aus. 33, 43 und Herz Dame, 61, oder? Haben wir 61? 64? Wusch. Ah, ein bisschen schwitzen, haben wir ihn ins Ziel geschwitzt. So. Und weiter geht's. Zack, jetzt finden wir auch einen Bauern. Ah, das Ding ist, in Vorhand ist es natürlich ein Grang. In Mittelhand ist der wirklich auch wieder schwierig. Wenn ich den eben gespielt habe, könnte man den auch spielen, aber diesmal kann ich auch noch den einfachen Karo spielen, ne? 8 Augen runter, wird irgendwo angespielt. Einfach Bauer raus. Oder stechen, einfach Bauer raus. Ah, komm her. Wenn wir schon dabei sind, hier am Rande des Wahnsinns zu operieren, dann operieren wir da auch weiter. 14, 8, 22, jetzt machen wir es auch ganz einfach so. Guck, so einfach ist Tennis und auch Skat. Ja gut, Kreuz Lusche, okay, da haben sie wohl den Schneider frei gefunden. Nehmen. Oh, ho, ho. Ich glaube, ich bin wieder im Geschäft. Jetzt brauchen sie an sich nicht kommen, weil den gewinnen wir doch wohl automatisch 13, 17 einfach über einen Bubenzug, ne? Und dann hier mit den vier Vollen und Pflichtbild pipapo, ganz easy.
Schneider ist jetzt natürlich nicht dann mehr das Ziel gegen Bauern. War wahrscheinlich sowieso schwer gegen Bauern. In einer Hand ziehen wir einfach durch. Upp. So, 3x48. Guter Start, würde ich sagen. Guter Start. Jetzt erstmal eine kleine Pause. Das tut mir auch gut, dass ich hier ein bisschen wieder runterkomme. Ja, Schokolade, selbst wenn sie nötig werden sollte, ich habe sie nicht dabei. Ich habe hier nur was zum Rasseln und was zum Klingeln. Also es muss heute so gehen. Ja, die guten Vorsätze auch. Jetzt kurz vor Halloween keine Schokolade. So, 24, da erwarten wir sicher mindestens die beiden alten. Ach komm, das, oh, Trumpf 3-3 und Trumpf 21, Herzkönig, soll das ein Spaß sein? Ungewöhnlich, wenn der wirklich jetzt blank war. Und ein Herz Lusche gedrückt. Super ungewöhnlich. Super ungewöhnlich auf jeden Fall. Ein kleiner Bluff schon. Was ist hier los? Das Spiel läuft ja wirklich. Ja, dann würde ich sagen, gibt es jetzt noch Pik Ass mit der 10 und Doink. Und Mutti schmeißt das Spiel weg und hat erst 25. Damit Schneider. Ich glaube, sie hat sicher noch die, natürlich die 10 und in der anderen Farbe das Ass wahrscheinlich. Also Schneider frei wäre wohl noch möglich, aber da war der Frust dann schon zu groß. Nehmen, auch wenn wir dann selber anwackeln müssen. Das war, glaube ich, gut getroffen. Okay, ist noch ein Pik. Ah. Dann Pik nach. Vielleicht hat Mutti 4 Trumpf. Oh, sticht mein Stich. Das ist natürlich schlecht. Das kann ja nicht richtig gewesen sein. Also zumindest in im Siegssinne ist das natürlich nichts für uns. Jetzt hat Trommel schon wohl noch 4 Trumpf und hat Herz Ass oder sowas. Ne? Das war natürlich an der Stelle nicht irgendwie ein grober Fehler, sondern einfach nur das Eingeständnis, dass hier nichts mehr zu holen war. Passe, passe, wir sind willig. Es lag noch immer was drin. Das ging so, so richtig tolle war es nicht. Aber wir starten, als hätten, da wir 13 im Keller haben, wir fangen mal mit Trumpf an, als wäre nichts los, nichts anmerken lassen. Herz Dame, nicht unbedingt meine Lieblingskarte. Das gefällt mir schon wieder besser. 637. Brennt uns jetzt gleich Kreuz an? Nö, glaube ich nicht. Können wir weiter ganz normal spielen. Herz Dame war an der Stelle natürlich auch wichtig, weil jetzt Herz 9 sogar gegen die 8 einen Stich macht. Oh, jetzt fliegt schon Kreuz 7. Dann brennt uns... Was ist denn hier los? Das Spiel hat ja einen komischen Verlauf genommen. Ja, dann sind wir alle Sorgen ledig. Werden hier sogar ein Kreuz noch angespielt und können Trumpf Trumpf spielen gegen 4 Trumpf. Gut, Herz 10 war blank, das hat natürlich geholfen. Aber Herz Dame hat geholfen und natürlich auch das Trommelschlumpf jetzt eben... Ja, Herz Dame hat extrem geholfen, weil dadurch alleine, wenn da zwei Herzstiche sind, dann fliegen beide Kreuz weg, dann kommt Kreuz 10, Ass, Abstich und danach ist auch noch der Stich Kreuz König gegen die Dame unterwegs. Ne? So, an der Stelle mal mit dem schlappen Räumops, oh, wird gleich eingepasst, okay. Also hier wird nicht so hoch gereizt, das finde ich natürlich gut an sich. Ich habe ein gutes Gefühl, meine jungen Freunde. Ich habe ein gutes Gefühl. Das könnte heute wirklich ein guter Tag sein. So, das sehen wir natürlich auch gerne. Gute Eröffnung, weil dann ist die Chance groß, dass jetzt in Karo auch geschnippelt wird. Nee, passiert nicht. Das ist schade, denn damit ist die Chance auf Schneider natürlich nicht mehr so groß. Gucken wir erstmal, ob Kreuz 2-2 steht. Auch nicht der, doch ist der Fall. Gut, jetzt muss halt König und bisher stand alles glatt. Können wir auch nochmal gucken, ob die 10 blank ist. Ansonsten muss halt die 10 mit der Dame sitzen. Nicht der Fall. Haben sie natürlich schön rausgekämpft sich. In dem Fall wäre Pik König drücken für Schneider besser gewesen. Weg, weg. 18. Boink. Oh, wie schön ist Panama. Machen wir ein
Herz draus. Der Krank ist nun wirklich zu schlapp mit ohne Volles im Keller und ohne den Zuchtbauern. 14. Ja, geht weg, ihr bösen Geister. 25. Jetzt sieht das doch sehr kontrolliert aus hier. Was haben wir eben abgeworfen? 25. Jetzt wollen wir natürlich keinen Überstich mehr hier sehen. Ein Trumpf ist noch draußen, aber an der Stelle spielen wir trotzdem einmal Pik, dass nicht da der Blanke liegt. 35. Und Rest bei mir. Ja, ganz, ganz schöne Karte. Keine große Gegenreizung. Läuft hier. 600 im 9. Spiel. Und das Ganze ging los mit so einer durchaus etwas fragwürdigen Reizung im 1. Spiel. Marathon spiele ich nicht, ist mir echt mit 2 Kleinkindern. Ah, Michi erzählt es schon, Dankeschön. So gefällt. Gewagte Granks, hart an der Grenze, ja. Jetzt kommen dann eigentlich die Besseren, ne? So wie man uns kennt. Am Anfang ein bisschen Risiko, wenn es gut geht, ist schön. Und dann kommen plötzlich auch die richtig Guten. So, Mutti, was ist denn jetzt? Ich will heute gar nicht so viel reden und eigentlich schnell. Und bisher habe ich auch das Gefühl, dass das alles gut klappt. Denn ich habe... Oh, das war schlecht natürlich. Kreuz, Lusche. Das ist vielleicht sogar ein Sechstrumpfer, wo 2 Luschen stehen. Ich tauche mal noch einmal weg. Die eine 10 ist ja schon hinüber. So. Karo. Das ist schlecht. Also ohne ein Ass, wenn sie das Ass hier nicht reintut, dann können wir auch... Dann kriegen wir jetzt zwar das Ass noch auf Karo, weil Trommelschlumpf nicht von unten zieht, aber... Reicht uns das jetzt? Dann hätte Trommelschlumpf den Schneider ein bisschen leichtfertig verspielt. Ne, sind immer noch 90. Also ich will gar nicht so viel quatschen. Ich habe mich um 21 Uhr angemeldet. Wieder mal optimistisch fürs Duell. Letztes Mal ging es ja... Oh, Bauer Ass. Verdammt, dass man das jetzt gucken kann. Ganz knapp davor, den zu reizen. Habe ich es irgendwie nicht gemacht. Bauer Ass mit dem Alten, das wäre ja auch ein schönes Spiel gewesen. Na gut, wir kriegen ja auch so noch schöne Spiele. Ist ja nicht so, dass wir uns hier beklagen müssten. Er wird ja immer direkt die 21 genommen. Okay, dann können wir eigentlich nur noch Schneider spielen, wenn Pik 10 blank ist, was ich nicht glaube. Oh, sogar zu viert dagegen. Also beim letzten Mal, als ich hier mich fürs Duell angemeldet hatte, waren wir, glaube ich, um 21.15 Uhr oder so fertig. Da habe ich wohl ein bisschen zu viel gequasselt. Aber hier jetzt auch schon mit 2, 3 Eingepassten passiert das wohl nicht. Christopher, Tiki, hello. Mensch, wie schön. Ja, okay, 7 Trümpfer, wenig Hoffnung, Schneider frei wäre das höchste der Gefühle. Muss Mutti aber auch noch was haben. Okay, das sieht gut aus. Steht sie auf Asskönig gegen 10 Dritt. Ist der oben? Oder dann noch ein Pik Ass dabei? Er hat sogar noch ein Pik Ass dabei. Na, dann war es das. Trommelschlumpf macht auch keine schlechten los. Der ist ein bisschen grenzwertig, aber er ist natürlich zu gut, ihn nicht zu reizen. Oh, das ist das erste Mal, dass es bedauerlich ist. Als Handspiel mit der Herz-Dame stehen da ohne Zug. Das ist mir in Mittelhand zu heikel. Irgendwas wird Trommelschlumpf auch haben. Der guckt noch rein, okay. Hat überlegt vielleicht pikant oder was? Wer weiß es? Macht jetzt vielleicht so einen Gang los, Jungs zusammen, Pik König zu dritt oder was? Dann hat er vielleicht ins Klo gegriffen. Mal gucken. Kann man ja mal haben. Ist mir am Freitag am Club am übrigens auch passiert. Gut, erstmal zählt er die beiden Bauern. Kreuz, Lusche, Abwurf. Okay, er zieht das blanke Ass. Das deutet eigentlich nicht darauf hin, dass er Probleme hat. Das deutet eigentlich darauf hin, dass er so Pik Ass, Pik 10. Und jetzt müsste eigentlich... Ah, er hat noch ein Ass. Aber wenn er jetzt noch eine Karte, ich glaube, jetzt haben wir Rest. Pik König zu ist es tatsächlich, wie ich gesagt habe. Aber er hatte zu gut gedrückt, beziehungsweise er hatte noch einen vollen mehr. Das hat gereicht. Oh, Kreuz, Dame, Pik Ass. Das wäre natürlich auch für mich eine Traumfinde gewesen. Aber
er hat ja leicht gewonnen, also war es wohl sein Spiel. Da gehen wir nicht rein. Styles Games. Styles Games. Schön, dass du hier bist. Auch wenn ich dich nicht aussprechen kann, so ohne weiteres. Herzilein. Pik 8 auch eine gute Alternative. Aber wenn es ein 5-Trümpfer ist und wir Kreuz 10 zum Stechen kriegen, haben wir alles richtig gemacht. Wenn es ein 6-Trümpfer ist, gebe ich gerade den Stich auf. Ja, dann können wir nicht gewinnen. Dann ein 6-Trümpfer mit einmal Ass 10 Lusch schon an der Seite, hat ja auch sonst nur noch eine Fehl. Das ist noch ein Ass. Damit hat Mutti mit dem Kreuz Buben jedenfalls alles richtig gemacht. Also Material ist wirklich da bisher. Kann man nicht anders sagen? Jetzt eine Gegenreizung. Okay, bis 2 gehen wir. Ah, jetzt kommt plötzlich doch noch so ein bisschen Gegenwehr. 2 Spiele, die wir eigentlich haben wollten, nicht bekommen. Aber bei denen habe ich auch bei beiden nicht die vom Ursprung den Gedanken, dass das clever wäre, die weiter zu reizen. So, 25. Ich glaube, wir müssen mal ruhig einen vollen zeigen. Hat er nicht? Okay. 6 Trümpfer, vielleicht mit 4 Makaro. Dann können wir nichts gewinnen. Ja, 2 Farbenspiel. Ja, hier die reizen tight, das ist in Ordnung, aber wenn sie dann reizen, sind natürlich das meist auch gute Spiele. Ist ja auch völlig in Ordnung. Ne? So, eine zum Null-Ouvert. Wenn das nicht der Fall ist, kann man auch auf dem Herz vielleicht noch umschwenken. Aber ich glaube, wir haben wieder Pech. Da sind wohl wieder ein bisschen zu viel. Ja, zögert auch nicht bei 33. Mutti hat, glaube ich, zu viel Bauern abbekommen. Ne? Jupp, und tschüss. Eisi, hallihallo. Ja, also den Herz ohne 4 jetzt 48 noch halten oder so, ist natürlich utopisch. Die Chance, den Null-Ouvert noch zu spielen, die muss man, denke ich, schon drin lassen. Ne? Auch übrigens sonst natürlich sehr leicht mal mit dem Buben tot finden. Pik mit 4 wahrscheinlich, ne? So, der sieht mir ja extrem blank aus. Extrem blank sieht er mir aus, aber Mutti kennt da auch keine Verwandten. So, geht ihr jetzt der Arsch auf Grundeis? Haben wir beim 6-5er mal 5 dagegen? Aber ich meine, sie hat natürlich, muss man auch sagen, ich lasse mal einen Karo fallen, sie hat natürlich auch, nee, ist ein 7-Trümpfer und sie sticht direkt die 7 Augen. 7-Trümpfer mit 4, da brauchst du sich natürlich gar keine Gedanken machen. So bringt das, aber wenn sie Karo Ass hat, sind wir immer Schneider. So, weiß Trommel Schlumpf auch Bescheid. Aha, dann können wir natürlich nicht mehr rauskommen. 28 haben wir nur. Was lag da drin? Lag auch gut für sie drin natürlich. Für die Mutti, Kreuz Ass, Pik König, wäre für mich, glaube ich, scheiße gewesen, ne? Ist richtig im Kopf hab. So, jetzt sind wir wieder dran. Hep. Ich wollte es nicht sagen, aber ich habe gerade noch so davon geträumt. Ich glaube, an der Stelle ist das mal eine Karte, wo man die Kreuz Lusche mitdrückt und dem Schneider auf Pik eine Chance gibt. Unverlierbar. Haben wir selber die beiden Asse. Den nimmt er doch raus. Hat doch sonst auch immer rausgenommen. Wahrscheinlich steht Pik auch 2-2, ne? So, wir haben Hälfte und wir stehen bei 914. Das ist ganz ordentlich. Haben noch eins eingepasst, wo Bauer Ass drin lag, was so an der Grenze war. Das wird uns, dieser Fehler wird uns natürlich in dieser Hälfte nicht passieren. So, an der Stelle nicht 2-2, denn hier ist es auch so, dass meistens ja nur 14 fallen. Also da gewichten wir diese 4-1 Verteilung mit Überstichdrohung wieder ein bisschen geringer und eher die Chance, dass wir hier das relativ sicher auf nur genau 11 Augen loswerden. So. Und das ist jetzt eine Verteilung, die ziehe ich wirklich sehr gerne auch von oben, weil da häufig schon mal ein Bube fällt. Oder auch jetzt einmal. Nee, es sitzt aber nicht gut an der Stelle. 14-28. So, aber auch dagegen, gegen Trumpf 3-2, haben wir seltenst ein Problem. Rauskommen sie natürlich immer. Aber meistens steht die Karte auf Sieg. Jetzt müsste Pik auch noch 28, 34. Guck mal, Rest sogar. Pik 10 blank. Und Mutti wusste auch noch nicht, wie sie ablösen soll. Was egal war, gewonnen ist dann immer. Ne? Für 18 würden wir ihn nehmen. Wir kriegen ihn für 18. Das war jetzt Schrott.
Jetzt haben wir das erste Mal ein wirkliches Problem. Ich glaube, den kann man auch nicht anders drücken und taufen als so. Müssen wir hoffen, dass das über Karo gut läuft und über Trumpf. Wäre mir lieber, wenn Karo rausgekommen wäre. Ne? So ist das ja schon schwer. 7, 18. Ich glaube, müssen wir direkt ziehen. Abstieg können wir ohnehin nicht ab. So, jetzt kommt Herz. Das ist gut. Da können wir Karo abwerfen. Das war ja so geplant. Jetzt einmal Karo stechen. Oder nochmal. Ja, wir brauchen ja noch einen zweiten Stich. Ein Stich reicht uns nicht. Bitte lass nicht das Karo Ass da jetzt blank gewesen sein. Dann kann natürlich Mutti nur noch Trumpf. Dann sind wir natürlich rasiert. Es sind noch zwei Karo fehl unterwegs. Trumpf 5 zu 2 steht. Dann können wir natürlich sehr wahrscheinlich nichts gewinnen. Weil wir bei 45, wir brauchen noch einen vollen und diesen Stich. Ne? So, volle sind noch genug da. Beide Trumpfvollen und Karo 10. Aber wenn Mutti hier was anderes als die Karo Lusche legt, dann haben wir ein ernstes Problem. Bei Karo 10 werden wir natürlich sofort Sieger. Aber was überlegt denn da plötzlich? Oh, da ist Mutti gerade einen Kaffee trinken gegangen. Danke, Styles Games. Hi, Dieter. So, wenn Mutti noch lange keine Karte hat, habe ich alles wieder vergessen. Ah, Mutti ist weg vom Tisch. Also, es sind noch zwei Karo und sieben Trümpfe unterwegs. Wir stehen auf 45. Wir müssen diesen Stich erstmal machen. Dann ist der Plan Kreuz König. Und dann wird wahrscheinlich ein Trumpf voller raus. Ja, oder ich muss direkt Trumpf von unten spielen. Dann können sie aber auch mit mir Trumpf spielen. Ich muss Kreuz König, geht Karo Ass rein und ein Trumpf voller. Muss ich hoffen, dass ich trotzdem an den anderen Vollen noch rankomme. Also am besten, am leichtesten ist, wenn jetzt Karo 10 fällt. Ne? Aber gut, das Spiel war nach der Findung halt sowieso schwierig. Oh, da kommt Karo 10. Wir haben gewonnen das Ding. Ja dann 45, da haben wir 58. So viele Luschen sind gar nicht mehr drin. Ne? Dann können wir machen, was wir wollen. Aber dann können wir auch nochmal Kleintrumpf spielen. So, hier bitte. Mutti muss schon stechen. Dann nehmen wir doch hier irgendwie noch zwei Bilder mit Doink. So, Maschine Funst. 18 einmal ja. 14 runter, Doppelläufer, 42, 53, 59. Sehr optimistisch haben wir jetzt schon 59, ne, beim Gang. 14 runter, Bauer 20, hier auf Doppelläufer auf 48 und dann Kreuz finden wir noch die Lusche, dann ist das Pflichtbild da. Ne? Gut, aber es gibt ein paar Bedenken auf dieses etwas optimistischen Plans, deswegen sind wir bei 20 trotzdem vorsichtshalber ausgestiegen. Peak zum Beispiel könnte auch gar nicht laufen. So, wir wollen mal einmal tauchen. Kann sein, dass wir damit den Anschein erwecken. Ja, dass wir vier Trumpf haben oder so. Kann aber sein, das sieht ja aus, als ob Trommelschlumpf das gar nicht juckt. So, was hat er da? Sechs Trümpfer. Dann ist meine Trumpf-10-Geschichte. Das bringt alles nichts. Ich kann da die Peak 10 auch anbieten. Karo Bube erwarte ich. So ist es auch. Also, sechs Trümpfer wahrscheinlich. Ja, acht Augen haben wir in der Seite. Dann hat er wahrscheinlich jetzt noch Karo Ass irgendwas. Ne, er hat ein und ein. Er hat zwei Pik gedrückt tatsächlich. Ne, doch nicht. Doch, Pik König Dame gedrückt. Was liegt? Herz 7, Pik König. Also, wäre uns nicht so gut bekommen, jedenfalls nicht für einen Grang. Pik hätte man vielleicht dann machen können. Ja, auch wieder nice, den Bauern zu finden. So, der Grang ist aber auch wieder zu schlecht, ne? Der Grang ist zu schlecht. Ja, der ist zu schlecht. Was ist denn am Ende Kreuzkühl? Ja, viel zu schlecht. Selbst das Farbspiel wird ja wahrscheinlich, ist nicht mal in der Schneidernähe, aber es wird wohl gut gewonnen. Oh, was ist das für ein Stich? Jetzt sind wir doch in der Schneidernähe. 17. 30.
Also jetzt Pik 10, Pik Ass, Kreuz Ass. Das wäre natürlich eine Rakete, aber Kreuz Bube kam ja von da. Also den, nein, ich würde nochmal einen Zug spielen. Kreuz Bube muss ja blank gewesen sein. Er hat Trommelschlumpf irgendwie jetzt hier falsch eingeschätzt, dass er da das Trumpf Ass nicht reingelegt hat. Ne? Da konnten wir einmal 12 Augen extra fischen. Grenzwertig aber 18 und raus. Mazzoni und Robin, grüßt euch doch, ihr Lieben. Oh, ich bin interessiert. Ich weiß es noch nicht, wie interessiert, aber das sieht ja erstmal gut. Pik 7 ist fast ein bisschen wenig. Oh, jetzt bin ich schon interessiert. Nee, einen Bauernstich geben wir nicht auf im Zweifel. Wie kriegen wir es rüber? Am leichtesten vielleicht mit Karo. Okay, wir haben es versucht. Oh, 60. Bitter für Trommelschlumpf, dass er da nicht mit der Dame auf die Lusche gegangen ist. Und so gesehen war die Trumpf 7 da. Ach, hier sogar noch ein Stich 64. So gesehen war die giftige Pik 7. Ach, wir hatten noch ein bisschen mehr sogar. Die giftige Pik 7 hat Trommelschlumpf zwar eine Chance gegeben, aber in dem Moment, es ist nicht immer leicht, da mit Ass-Dame Lusch die richtige zu finden. Manchmal steht ja auch die 10 hinten blank oder der König, hat man auch alles schon gesehen. So, Grang. Da haben wir ehrlich gesagt nicht so viele Aktien drin. Kreuz-Dame sieht ja auch irgendwie komisch aus im zweiten Stich, ne? Mein Partner schnippelt aus Dame Lusche oder aus blanker Dame, aus Dame oder aus Dame Doppellusche. Kann natürlich auch sein, aber da steht ohnehin 2-2. Karte geht auch noch nicht auf. 4 Bauern, Kreuzdinger, kriegen wir sogar noch einen Stich. Pik Ass 10, Karo Ass natürlich, dann ist es schon okay. Krang mit 4, Trommelschlumpf. Hat auch ein bisschen was. Ist schon etwas einseitig hier natürlich verteilt. Mutti hat gar nicht viel. Wir werden noch einmal 20 bieten, ob der guten Findung bisher. Aber darauf kann man sich natürlich auch nicht verlassen. Trommelschlumpf hält noch so ein bisschen, sag ich mal, dagegen. Also der ist noch so, der kann auch noch in den Preis kommen. Bei dem waren zumindest auch ein paar große Spiele dabei. Ich glaube, er hat auch einen verloren, ne? So, nee, oh, Pik 7 wieder. Ist das der 7-Trümpfer? Boah, Pik 7. Und er hat in die 0 Augen, er hat in die Karo-Lusche reingestochen. Das sagt mir auch, Kreuz 9 wäre irgendwie auch nicht so geil. Kann ich mir nicht vorstellen, dass er da eine blanke Kreuz oder was hat. Gucken wir mal, wie er jetzt auf so ein paar Augen reagiert. So, vielleicht ist noch eine Lusche bei Mutti, aber eigentlich kam die sehr schnell. Ich nehme mal mit, dann habe ich Trumpf erst noch die Lusche da. 6-Trümpfer. Habe ich Trumpfrückschub, schön. Dafür habe ich im Zweifel, wo da noch eine war, ich natürlich im Zweifel die Karo 10 deswegen liegen lassen. Andererseits hätte ich sonst nicht so ein gutes Nachspiel. Was haben wir denn hier für ein Spiel eigentlich? 6-Trümpfer, Kreuz-Dame. Setzt das Kreuz-Ass zu? Nee, okay, 6-Trümpfer. Gut, dann hat er sowieso nur noch eine fehl. Oh Mann, und ich habe die Karo 10 laufen lassen, ne? Oh, wenn ich den Trumpf noch einen wegbleibe, dann hätten wir ihn, glaube ich, gehabt. Dann müssen wir natürlich in Kreuz auch alles so treffen, aber natürlich würde ich danach ihn sehr wahrscheinlich in sein Ass einspielen. In sein Herzass, es sei denn, er kann natürlich auch sein, wenn er im Stich bleibt, dass er noch einmal das blanke Ass erst zieht oder so, aber ich glaube, das hilft ihm alles nichts. Ich kann ja sogar eine Kreuz 9 blank rüberspielen gegen auf Ass 10 Dame, wenn Mutti dann einen Zwischenzug macht. Also ich glaube, hätte er verloren, wenn ich noch einmal jetzt im zweiten Trumpf rausbleibe. Mutti hatte so schnell die 7 gelegt, die kam mir wirklich extrem blank vor an der Stelle. Ich fürchte, Trumpf 10, Kreuz 10 wird kommen, aber einen Platz haben wir wahrscheinlich da sowieso nicht für. Ich fürchte es, weil sonst der Blanke nicht gekommen wäre. Aber ist halt sowieso der Rest an der Rest bei Mutti. Lief gut los, aber hat dann stark nachgelassen.
Einmal 18 können wir. Das ist auch natürlich ein bisschen an der Grenze. Den habe ich nicht so ein gutes Gefühl. Jetzt ist mein Gefühl eigentlich schon wieder besser geworden. So als Herz vielleicht, ne? In Vorhand können wir mal Pik 10 vielleicht mitmachen. Ah, gegen 4 Trumpf wollen wir natürlich auch nicht spielen. Sieht so ein bisschen aus wie 4 Trumpf. Ja. Aber doch Pik 10 oben lassen, verdammte Axt. So, 15, jetzt müssen wir aufpassen. Der war natürlich blank. 15, 30. Das Gute ist, dass da keine... Da ist natürlich noch ein voller Trumpfstich. 37, das wird alles zu viel. Wenn wir jetzt Pik 10 oben hätten, selbst dann wird es rechnerisch noch. Doch, dann könnten wir auf 37 abtragen eine und danach gibt es noch einen Stich auf 58. So müssen wir gucken, dass wir irgendwie noch erstmal nehmen und ins Hinterhand uns fallen lassen. Karo König. Hat Mutti jetzt nur noch Karo? Oh, 51. Den nehmen wir natürlich. Und jetzt spielen wir Karo raus und kriegen auch noch das Pik-Bild. Darf er nicht legen, sonst ist Pik 9 hoch. Er legt das Pik-Bild. 57. Bin mir sicher, Pik war jetzt hoch, ne? Ja, 57. Pik war hoch. Hui, ist er davon gekommen. Bisschen Glück gehabt, wo die mit der Karo-Geschichte. Die Karo 10 nicht anbietet. Mal vorher den Trumpf irgendwie. Ach, ich glaube, den hätten wir nicht gewinnen müssen. So, Banane. Weiter geht's mit Piccolino. Cheers nach Cordoba, wie schön. Grüße, Grüße in die Welt. Und Karo Ass war genau natürlich die, die ich haben wollte. Ah, steht nicht 2-2. Ja, nicht, dass da noch Überstich und dann doch noch mal Karo-Stich kommt. Ah, doch, kommt 39. Aber jetzt kommt kein Karo-Stich mehr. Aber dann war Schneider sowieso nicht zu machen. Mutti hatte noch beide Trümpfe. So, kurze Pause an der Stelle. What, Racing Warrior auf den Skat reizen ist langfristig keine gute Strategie. Natürlich, man muss auf den Skat reizen, der gehört einem schließlich. Ne? Man muss nur das korrekt einschätzen, was man so mit zwei Karten so finden kann. Ne? Also liegt das jetzt nicht auf die Goldwaage, aber so, was machen wir denn hier? Die 9 reicht doch, mein Partner hat doch, ja, lass ihn mal mit der Dame schnippeln, mein Partner hat doch genug Trumpf dagegen, oder? Wir wollen es hoffen, dass es so kommt. Also ich behaupte mal, das sieht nicht so schön aus. Da wäre wahrscheinlich Karo König doch besser gewesen. 4 Trumpf natürlich trotzdem. So, Karo Ass zu dritt. Also, ja, erstmal rein damit. Wieso zieht er denn den Bauern? Damit kann er doch jetzt niemals mehr Karo Ass stechen. Er muss so versuchen, mich anzuspielen eigentlich. Das ist ja schon irgendwie ungewöhnlich. Wenn er Herz Ass nicht hat, dann... Da hätte er halt versuchen müssen, an sich mit Herz 10 mich rüberzuziehen. Oder hatte er selber noch ein Karo? Habe ich es jetzt gar nicht so genau gesehen. Ist ungewöhnlich gelaufen, anyway. Ja, also bei 20 muss ich, glaube ich, raus. Ist vielleicht auch besser so, aber es gibt ja so viele Möglichkeiten hier auch. Das könnte auch noch 0 werden. Also eigentlich höre ich die 20 natürlich ungern. Es kann ja auch noch 0 werden. Ich denke mal... Nur wenn wahrscheinlich, wenn wir 20 gehört haben, wenn wir auch 24 hören, ne? Dann ist es ehrlicherweise. Oh. Ja, ist natürlich, ist auch, also braucht man nicht drüber reden, darf man natürlich nicht, schon gar nicht bei dem Stand, aber es tut natürlich trotzdem weh. Irgendwie träumst du dann doch von Pik Buben oder, keine Ahnung, Pik 7 oder Kreuz 7, irgendwas, was sofort dann auch null wäre. Es gibt ein paar Karten, die machen natürlich sofort ein Riesenspiel draus. Ja, komm, machen wir den Blanken.
Was? Das habe ich noch nie gesehen. Ich spiele den Blanken auf. Der hat 6 Mal Karo an der Seite. Den Kreuz musste er wohl spielen. Und er hat natürlich Karo 21 gedrückt und noch Pik Ass dabei. Schade, dass Mutti jetzt nicht Herz trifft, muss ich sagen. Und Pik Bube muss da eigentlich auch sitzen, sonst hätte er ja den Karo gespielt. Aber mein Partner kommt da vielleicht noch einmal rüber, ne? Karo Bube müsste er haben. Pik 7 ist natürlich auch echt nice. So, und es ist ein 5-Trümpfer, also wusch, ein Trumpf hat mein Partner noch. Ich glaube, jetzt wird es schwer für Trommelschlumpf. Auch wenn er die 21 im Keller hat. Was hat er jetzt noch? 2 Karo, 2 Trumpf, Überstehen. Was heißt, wird schwer? Ich habe nicht genau gezählt. Ich habe natürlich die Herz 10 hier, die kriegen wir nicht. Was hat er jetzt noch an Trumpf? Da sind doch noch, ist doch noch irgendwie Trumpf voll. Aber ich muss einfach 2-mal abschmeißen und dann den Rest, ne? So, kommen Sie bitte. Lach garantiert Pik Bauer drin, ne? Pik Bauer, Karo 8. Hab's gewusst, aber wir kriegen 40. Auf jeden Fall ein sehr interessanter erster Stich. Spiel den Blanken aus, Partner sticht. Schon interessant. Die Findung war nicht so dolle, muss man sagen. Da lag eben besser drin. Gut, Pik-Bube konnte ich diesmal nicht finden. Aber wir haben es bei 18. Also, Hoffnung stirbt. Zuletzt könnte glatt sitzen. Eröffnung wie erhofft, sagen wir mal. Jetzt nicht mehr. Scheiße. Wieso sitzt denn der zu 4? Das ist eben auch das, also nicht nur, dass sie jetzt schon 32 haben, sondern dass da was zu 4 sitzt. Und jetzt Karo König. Oh, was ist denn Karo König jetzt für eine Karte? Und hinten die 9. Oh, Trommelschlumpf, was machst du denn mit mir? 32, 42, 44. Kommt der, spielt der aus König 7 den König oder spielt er aus König Dame 7 den König? Eigentlich muss der doch 2-2 stehen. Aber hinten vorne hat ja schon 4 Dingens in gehabt. Hat ja schon 4 Herzen. Und dann soll er noch 2 Karos haben. Wenn ich den jetzt tauche und hinten fällt die blanke Dame, das ist jetzt unangenehm. Aber eigentlich kann, was ist das denn für ein Zug? König Dame 7 den König und jetzt die 7, das gibt es eigentlich gar nicht. Das gibt es eigentlich. Und wir haben natürlich trotzdem nicht gewonnen. Aber jetzt Kreuzbauer blank, dann haben wir schon gewonnen. Ja, heute senkt sich alles zum Guten, meine lieben Freunde. Alles senkt sich zum Guten. Die Entscheidung ist mir eben, es fühlte sich so an, aber wenn du vorne schon die 4 Herzen gesehen hast, dann fühlst du dich doch schnell auch verkaspert hier mit dieser Karo-Geschichte. Der stand 2-2. Und Kreuzbube war zu zweit. Dann war wieder alles gut. Der 4-Trümpfer hat zuerst vorgestochen. Und hinten raus haben wir das Ding ganz lässig wieder gewonnen. Wie schön. Die 1800 kommt wieder näher. Franz Theo, ich merke, du hast genauso ein gutes Gedächtnis wie ich. Obwohl die letzte 1800 ja nur 1712 oder sowas war, ne? Aber gut, läuft jedenfalls. Wir sind noch wirklich komplett ohne Unglücksfall hier aus der durch die Nummer durchgecruised. 2-mal schlecht gefunden oder 3-mal und trotzdem gewonnen. Was sind hier beide Trumpfbilder erstmal? Das ist ja auch ein ganz komischer 5-Trümpfer hier, oder was? Trumpf steht 3-3. Oh, das ist sogar nur ein 4-Trümpf. Nein, ich bin nicht ganz im Film. Aber wenn die Beikarte bei ihm stimmt, dann so, Pik König traue ich ihm natürlich immer noch zu. Pik Dame wäre auch jetzt eher ungewöhnlich. Kann sein, aber ich traue ihm dann noch den König zu. Ja gut, oder die 3 Karos dann. Da war tatsächlich noch, da war der Trumpfstich noch bei meinem Partner. Das war der 4-Trümpfer. Das war der Grund, warum diese Herzbilder kamen. Das roch schon so sehr verdächtig. Mutti hat da aber den Trumpf nicht gezogen vorm Kreuzkönig. Mit der 9 gegen die 7 hätte sie noch den Trumpf ziehen können, aber gegen die geschlossene Beikarte wäre trotzdem nichts gelaufen. So, was ist hier los? Wir haben einen zu schönen Ansatz, eine dunkle im Stock und wir haben einen Riesen. Aber wir müssen reizen. 27 und 18, hepp, da muss doch was Dunkles liegen. Ehrlicherweise wäre uns ein Kreuz natürlich lieber gewesen, aber jetzt wollen wir uns natürlich auch nicht beklagen, nachdem wir den 6. Trumpf gefunden haben und 10 Augen unten haben.
Reizung deuten. Kann natürlich einer Kreuz frei sein, aber muss überhaupt nicht. Oh, das sieht wie 4 Trumpf aus. Da nehmen wir Kreuz 10 natürlich gerne. Oh, doch Trumpf. Doch Trumpf. Ganz, ganz geschmeidig. 4, 6. Jetzt geht es doch nur noch um Schneider. Ne? Kreuzstich natürlich noch und ein Trumpfstich. Ah, es sind 21. Dann hat Trommelschlumpf wahrscheinlich noch einen vollen für den Kreuzkönig. Nee, hat er nicht mehr. Herz Ass war der letzte Volle. Also wenn mich nichts täuscht, ist er gerade wieder Schneider geworden. Wunderschön, wunderschön. Dann wollen wir den jetzt auch nicht mehr nehmen. Das ist zu frivol. 1500, sehr schöne Geschichte an Tagen wie diesen. Ich habe irgendwie das Gefühl, da kommt auch noch ein Spiel gleich vorbei. Eins, was leichter ist als oder besser als dieses hier. So, was haben wir denn hier? 6 Trümpfer diesmal? Jawohl. Herz vielleicht was blank. 27, vielleicht war es ja mal blank. Dann ziehen wir jetzt Pik Ass, dann hat er vielleicht einen Pik und 2 Herz. Nee, kann immer noch sein, dass der blank war. Aber jetzt sieht es ja eher danach aus, als wo er Trumpf jetzt spielt, als hätte er Kreuz 10, König, Lusche oder irgendwie sowas. Dann 10, Top Lusche. Mutti schmiert aus Ass, König das Ass. Mutti, Mensch, was war denn da bitte los? Aus Ass König das Ass geschmiert. Den Schneider, den gönnen wir dem Trommelschlumpf von Herzen. So, 2 Spielchen noch. 15:0 stehen wir. Und nur kleine Spiele. Oh, Verbindung zur Lobby fehlgeschlagen. Listen an den Tisch. Was sagt eigentlich die Uhr? Wir können das noch schaffen mit dem Duell. Einmal noch Versuch 18. Man träumt ja immer, dass die 1800 hier noch drin sind mit 2 Bauern im Stock. Hätte ich vorhin einmal das eine 18 sagen sollen. Irgendwo spielt 10, 11, 12 rum. Oder na, ich glaube noch eine Ecke später. So, was haben wir hier wieder? Da sind nur das ein Bauer bei meinem Partner. 4-mal Karo, 2 Bauern. Jetzt noch ein paar Kreuzen. Wenn er 4 Kreuz hat, können wir natürlich gar nichts gewinnen. 15 haben wir. Kommen wir, ich steche trotzdem. Sonst muss er einen Pik mit haben. Kann auch sein, dass natürlich, mein Partner hat irgendwie Kreuz bestellt, den König oder so. Dann bieten wir mal sein Herz Ass an, meine Pik 10 für den Kreuzstich. Jetzt müssten wir Kreuz Dame bekommen, genau. Und jetzt hat er Rest. Ja, ist trotzdem noch zu stark natürlich. Aber es war schon ein bisschen knapp jetzt. Ne? Ein bisschen warm ist ihm schon geworden. Ich meine, wenn da noch ein Pikstich vorher rein, ein Pikbild reingeht, dann von Mutti. Aber ich habe jetzt nicht geguckt, ob der gedrückt war. So, da ist das Ding, was wir noch nehmen wollen. 22, hepp. Na siehste. Eine gute, dass die so gut war. Da konnte ja keiner mit rechnen. Okay. Das sieht wie Schneider aus. Das reicht nicht mehr, um rauszukommen. Auch mit dem Pikstich nicht. Ja, also, das war ja, was haben wir gespielt? 16:63, 16:0. Ich wage einmal hier erfreut zu rasseln. Das hat schon mal sehr gut hingehauen. Wir haben sogar noch ein ganz klein bisschen Zeit. Hier habe ich mich schon wirklich angemeldet. Ja, habe ich. Wir haben noch ein ganz bisschen Zeit. Mal gucken, im Duell ist jetzt nicht wahnsinnig viel los, weil hier der Mini-Marathon an den Start geht. Auch mit wahnsinnig vielen Teilnehmern. Gut besucht. Also der eine oder andere will mal 6 Serien spielen hier. Ist ja auch ein tolles Angebot. Machen nicht viele. Ist, glaube ich, die einzige Skat-Plattform, die auch solche Formate hier überhaupt im Angebot hat. Für mich ein bisschen spät jetzt. Aber andererseits mit kleinen Kindern, auch früher hätte ich es nicht gemacht. Ne? Aber wir können noch ganz kurz in das Ding einmal reinschauen. Und zwar da am Anfang diesen zweiten eingepassten Spiel 11. Das wäre es natürlich gewesen. Mitten im Lauf, im Turbolauf.
das war hier die Reizung von Trommelschlumpf im ersten Spiel. Also man hat den Pik ohne 2 gereizt, ne? Deswegen, man kann da natürlich auch mal Kreuzbube finden, aber man kann auch 2 Luschen finden und dann ist immer noch nichts passiert. Jedenfalls ist das Spiel immer noch nicht automatisch verloren. So, aber hier war Spiel 11 und ich habe natürlich, Leute, ich habe natürlich ganz kurz in Mittelhand, man kann ja die 18 sagen, ne? Man kann sie sagen. Meistens kriegt man es nicht und wenn man es kriegt, liegt ja auch manchmal gut drin, aber es muss natürlich wirklich so gut drin liegen, weil der doch irgendwie eine Nuance an sich zu dünn war, gerade noch in Mittelhand. In Vorhand bei Passe, Passe, selbst in Vorhand bei Passe, Passe bist du natürlich noch ein bisschen am Zweifeln, ob das eine gute Idee ist, aber dann sagst du vielleicht leichter die 18, aber in Mittelhand die zu bieten ist natürlich schon krass. Aber man kann es machen. Ich habe es kurz überlegt, es lief so gut und naja, das wäre natürlich noch golden gewesen. Ich meine, es wäre ja, na, ich glaube, in dem Lauf hätte ich wirklich wahrscheinlich 13 gedrückt und Grang getauft. Ne? Sollen wir ehrlich? Und wäre das eine gute Idee gewesen? Auf Herz kriege ich eine Dame. So, 13, 21, 32, 43, 54, 57. Wäre vielleicht auch knapp geworden. Also vielleicht drücke ich auch 0 Augen und spiele den Karo. Dann spiele ich auch gegen 4 Trumpf. Den werde ich wohl gewinnen. Ich glaube, mit der Findung hätte ich da wohl was gewonnen. Auch der Grang war dicht dabei. Und Punkt 21 Uhr. Sind wir doch dabei für das Duell mit Plusoption. So, Rosita kündigt an. Es gibt also, wer jetzt noch im Mini-Marathon dabei sein will, es gibt extra Geld von Euroskat und von der Insel. Herrlich. Pause auf der Südseeinsel. Jawohl. So sieht's aus. Ich würde sagen, nach dem Duell mache ich dann wirklich eine kurze Pause, aber dann nehmen wir auch das nächste Turnier noch mit, ne? Nur, dass ihr gleich schon Bescheid wisst. Turniere, da geht doch um 21.30 Uhr. Da ist wahrscheinlich die Beteiligung extrem gering, muss man sagen, aber nach so einer schönen, also nach so einem schönen Lauf willst du da auch noch das nächste Turnier spielen. So, also da lassen wir uns mal nicht beirren. Und wenn wir hier mit 15 Leuten spielen, auch okay, machen wir einfach noch ein Video draus, machen wir noch einen Stream draus. Also mit anderen Worten, der Stream bleibt hier gleich laufen. Ich gehe quasi in die Verlängerung. Jetzt nehmen wir noch einmal das Duell mit, nochmal 9 Spiele. Danach, was immer, 10, 15 Minuten Pause und dann geht es um 21.30 Uhr weiter. Racing, ich habe natürlich hab ich eine Verzögerung drin. Die ist bei Turnieren, habe ich immer da die gleiche drin. Also es ist knapp über 2 Minuten. Also Bundesliga-Stream oder das Abendsturnier. Da habe ich immer eine entsprechende Verzögerung drin, damit hier gar nicht, also damit jeglicher Vorteilnahme, welcher Art auch immer hier ein Riegel vorgeschoben wird. Das hat sich ja schon rumgesprochen, dass ich streame und das geht natürlich nicht, dass jemand mit mir am Tisch sitzt und parallel den Stream laufen hat und immer direkt sieht, wie die Buben sitzen und was ich sonst so habe. Das geht natürlich nicht. Also hier habe ich immer eine lange Verzögerung drin. Nur wenn ich Skat mit Gästen spiele, dann ist ja klar, da habe ich dann keine Verzögerung drin. So. Also wahrscheinlich ist jetzt, weil auch gleichzeitig dieser Mini-Marathon startet. Da. Oh, mit Contentus und Jolly. Contentus kenne ich ein bisschen besser, deswegen gibt da auch gleich das entsprechende Smiley. Oh, hier ist eine typische typischer Grang ohne 4 für ein Duell, ne? So 5 volle muss natürlich gehen. 20 runter, 44, naja, ein bisschen was brauchen wir noch, ne? Peak vielleicht noch die Lusche finden, damit man da sicher die 28 holt. Aber ich mache natürlich Spaß. Bis 24 gehe ich und dann werde ich auch beim Duell hier die Segel streichen. Aber auf jeden Fall, hier wäre schon die Idee, irgendwie 20 Augen runter Grang, ne? Was immer man findet. Wenn noch eine Piklusche dabei ist, also irgendwie, natürlich ist vielleicht einer ohne 5 auch sicherer. In Vorhand könntest du direkt deine 3
vollen Ziehen. Aber wenn du jetzt noch eine Pik-Lusche und eine Karo-Lusche beispielsweise dabei hättest und Vorhand, dann ist das halt der Grang, wenn der Doppelläufer kommt und auf Karo mit Dame läuft, dann hast du halt 62, auch wenn du nur zwei Asse hattest. Ne? Drei Stiche reichen dann. Aber hier ist ein anderer Grang unterwegs. Ja, eigentlich bei meinen vollen schwer anzunehmen, dass Contentus den alten hat. Er hat den alten. Was ist denn hier bitte los? Das ist ja ein legendär. Der Grang, ich meine, ich habe noch beide Zehner. Der Grang muss ja legendär schlecht sein. Den ziehen wir nochmal. Ich da einen König hochgespielt auf 42. Ich traue mich jetzt schon fast nicht, Karo Ass zu ziehen. 42 haben wir. Zwei Asse blank am Ende. Pik König und Karo 10 bestellt oder sowas. Boah, ey. Aber du kannst doch jetzt auch nicht einfach Pik König, du kannst jetzt nicht Karo Ass ziehen, dann ist er Karo frei und hat auf Bauern verteilt. Ich muss doch Karo Ass ziehen. Wenn er uns so anscheißt, dass er jetzt noch Karo 10 bestellt hat, dann Respekt. Ja, das war, glaube ich, 13 Augen Karo gedrückt. Jetzt haben wir, das war, glaube ich, jetzt zu wenig, ne? Haben wir jetzt 57 oder so? Da der Kreuzkönig reingemusst, ne? Legendär. Witzig, das Ding. Also sowas sieht man ja wirklich nur. Also das war ein Grang des Wahnsinns natürlich. Siehst du natürlich nur beim Duell irgendwie. Also wirklich, wirklich schön. Wirklich schön. Zwei Asse, Pik Karo Bauer, 13 in Karo gedrückt, dafür Pik König zu dritt oben. Man muss auf einige Ideen, da muss man kommen. Aber ich glaube, da wäre Contentus gut beraten gewesen, den Karo König mit dem Bild halt zu beschweren, wo wir damit dann auf 61 kommen. Hab natürlich so gesehen auch im ersten Stich jetzt nicht glücklich abgeworfen. Kann man auch zu Recht fragwürdig finden. Es ist nicht so leicht, das Ding. Also du traust an sich dem Partner keinen Buben zu. Man kann sagen, naja, acht Bilder kriegst du eh nicht nach Hause. Nur es war ja auch in den Farbkonstellationen aus 10 zu dritt kann das auch genau verkehrt sein. Kann alles so sehr verkehrt sein. So, das war natürlich auch nicht so dolle für uns, dass der Alte zuerst vorsticht. Jetzt geht es ja auch um Schneider im weitesten Sinne. 27. Na, dann sind wir ja raus. Vielleicht noch ein Stich, aber kein gesteigertes Interesse mehr. Was ist denn hier los? Ich habe nicht gezählt. Eben waren wir raus. Jetzt sind wir, glaube ich, bei 58 oder irgendwie sowas schon wieder, ne? Jetzt müsste Jolly eigentlich Rest haben. Mittelbauern und die beiden Kreuzen, ne? Der macht aber auch hier grenzlos, wenn er den auch wieder mit 62 gewinnt. Das ist ja schon fast, also die sind ja legendärer als meine. Also das erkenne ich neid- und nahtlos an. Diese beiden Grangs, dagegen waren meine beiden ersten Spiele eben echte Weltriesen. So, aber jetzt habe ich langsam auch, also wir werden jetzt nicht Jolly neunmal dabei zugucken, wie er diese Dinge zelebriert. Jetzt müssen wir auch selber mal hier wieder einsteigen. So, jetzt komme ich aber auch bei der Geschichte nicht auf den Grang. Der Kreuz ist schwer genug gegen die, kann schwer genug werden gegen diese Reizung da. Das sieht natürlich erstmal gut aus. Den nehmen wir gerne. 29, wenn jetzt die vollen laufen, reicht's schon. Wenn der blank war, wäre da nicht das Ass raufgegangen, glaube ich nicht. Deswegen können wir, glaube ich, einfach nochmal Trumpf spielen. Guck mal an, 43. Jetzt brauchen wir nur noch zwei volle laufen. Ach, ah, scheiße, doch noch einmal Trumpf. Jetzt steht zu den drei Herz, jetzt ist Pik auf Abstich. Mann, du Daniel, ich denke noch, spiel noch einmal Trumpf raus. Und dann habe ich es irgendwie doch nicht gemacht. Aber hat Contentus noch den letzten Trumpf und jetzt auf 60 Abwurf oder was? Pik Lusche auf 60? Er sticht über! Mensch!
Er ist aber auch nicht gut drauf heute. Das war ja wieder ein Endspiel. Ich muss diesen dämlichen Trumpf rauspusten. Ich denke noch bei 27, aber dass Jolly dann nicht Karo spielt, sondern mich die Herz 10 stechen lässt, wo er rankommt, da habe ich natürlich schon die Deckung wieder runtergenommen, dass jetzt Karo auf Abstich steht. Wahnsinn. Das war also auch wieder der nackte Wahnsinn eigentlich, was da gerade passiert ist. So, jetzt machen wir natürlich auch einen Grang. Wahrscheinlich ist 20 hier korrekt, ne? Können theoretisch dann auch mit den drei Assen und Kreuzbube auf 59 verrecken. Haben noch die Seitenchance natürlich. 14 gefällt mir auch. Instinktiv gefiel mir 14 besser. Ja, wir machen mal 20. 20 sind, glaube ich, 20 sind eine Nuance stärker, glaube ich. 14 ik schon halt wichtig, dass Pik 10 läuft. Ja, und hier kommen natürlich gleich die Probleme. Wir werden gleich diese Fragen gestellt. Na, wir schnippeln dann. Wenn wir noch ein Bild brauchen, dann müssen wir das überall versuchen zu kriegen. Da ist es doch. Dann haben wir alles richtig gemacht. Kreuz Ass Sieg. Okay, Bild ist noch über. Wie steht Pik? Steht auch 2-2. Also konnte ich gar nichts falsch machen, aber das weißt du vorher nicht. Du musst ja immer gegen versuchen, so viele Eventualitäten wie möglich abzudecken. So. Was ist denn das hier wieder für eine Reizung? 24. Ich meine, dazwischen wissen wir ja, bei Jolly geht auch, der geht auch volles Rohr, also wirklich volles Rohr. Was wollen wir denn hier spielen? Hat Grang natürlich. Was wollen wir finden? Was wollen wir spielen? Vielleicht machen wir mal wieder eine kleine Pause. Vielleicht machen wir mal eine kleine Pause. Diesmal wird er wahrscheinlich Glück haben. Bauern, wenn ihm überhaupt zwei fehlen, sind sie verteilt. Kreuz 10 blank. Karo Lusch erstmal Abwurf. Okay, gut. Versuchen für unseren Partner ein bisschen was zu klären. Nicht, dass das jetzt noch eine Riesenüberraschung wäre. Okay, er hat tatsächlich drei Bauern. Kreuz 9. Kreuz 9 sieht ja auch komisch aus. Hat Jolly aus Ass, König, Dame 7? Oder mein Partner hat noch Kreuz 8 und König ist jetzt eher wahrscheinlich. Ne? So, was hat der da? Drei Bauern, eine Karo, drei Kreuz, also auch drei Herz. Herz sollte ich nicht spielen. Vielleicht hat mein Partner Karo 10, dann können wir ihn damit auf den Pott setzen. Ne, Karo 10 ist gedrückt, dann fliegt jetzt wahrscheinlich eine Herz raus. Die erste, aber er hat noch zwei, ein Bauern und zwei Kreuz. Wenn er Herz Ass hat, wird er wohl ohnehin gewinnen. Ne? Ich pick 10 anbiete, ist zu viel. Wir spielen nochmal einen Karo König zwischen Zug und dann Herz 8. Jetzt fliegt wahrscheinlich. Na, er sticht. Okay. Weil er Herz Ass 10 hat. Na gut, Kreuz Ass und Kreuz Dame noch. Ne? Das ist dann alles offensichtlich. Nur 48er, auch wirklich witzig. Wirklich lustig hier. Komm, den 0 reizen wir jetzt. Ist auch natürlich kompletter Käse, aber wir sind im Duell. 9 Spiele und Jolly spielt Krankhand. Ja, ist denn das zu fassen? Das wird ja wohl endlich mal ein echtes Qualitätsspiel sein. Damit macht er dann alles richtig. So wusch mit 4 tatsächlich. Mit 4 in Granghand, der Jolly, du. Vielleicht noch einen da im Dunkel, aber selbst wenn, können wir nicht mit gewinnen. Ich würde sagen, wenn er jetzt sich nichts groß zu Schulden mehr kommen lässt, vielleicht kriegt er auch noch ein Spiel, dann hat Jolly uns vorgeführt hier. Mit diesem ersten Gang des Wahnsinns hat er dann die Weichen gestellt. Ich sag mal 18. Jolly ist plötzlich satt. Um Gottes Willen, fast hätte ich die Spiel bekommen. Tja, muss man da den König legen? Muss oder soll oder darf man es nicht?
Ah, vielleicht schon. Vielleicht stehen wir mal gegen Ass-Dame oder sowas. Feierabend war blank aufgespielt. Guter Pick. So, jetzt brauche ich aber schon zwei, ne? Mindestens so die Kategorie 48 und 144, sonst wird das ja auch nichts. Ja, Jolly wird jetzt ja langsam vielleicht ein bisschen das Gas auch rausnehmen. So, da ist doch der erste herrlich wieder. Oh, Moment mal eben. Vielleicht im Schneidersinne doch dann sogar so. Dann ist wohl Schneider schlecht. Aber ich meine, wir gucken noch, aber sieht erstmal nicht so gut aus. 13, 17. Zählen wir mal ganz genau mit. 21. 32. Eine Kreuzlusche habe ich schon gesehen, glaube ich. Nee, doch nicht. War ja eine Herzlusche. 42. Ja, 53, 57. Also, wir können nicht Herz rausspielen. Wir können es einfach nicht. Ist Verlustchance dann zu groß. Wir müssen den Sack zumachen. Jetzt ist natürlich, haben wir kein Einspiel mehr, deswegen gehen gleich die letzten drei Stiche weg. Es sei denn, jetzt fliegt Herz König und Herz Ass rein. Was wohl nicht zu vermuten ist. So, 84 immerhin. Und jetzt einen brauchen wir noch. Einen brauchen wir noch für die Galerie. Und das ist nicht genug. So, Jolly, hast du noch einen bekommen? Sieht so aus. Jolly hat noch einen bekommen. Kann vielleicht Richtung 550, 600 gehen. Na, dann, was mache ich, wenn ich 10.000 Abos wollte? Aber ich glaube, die Frage hatte ich schon. Ne? Ich kündige mal. Nein, ich kündige. 10.000 Abos ist eine nette Zwischennummer, aber nicht aller Tage Abend, sage ich mal. Oh, jetzt lass uns mal dieses Spiel erst nochmal angucken. Vier haben wir schon mal. Stechfarbe auch gefunden. Jetzt, oh, kommt der alte nicht. Nein. Da ist nämlich da. Sehr schön. Nochmal Karo, bitte. Lass ihn sich ruhig kurz stechen. Zweimal Trumpf, einmal gestochen, hat auch nur noch zwei Trumpf. Contentus weiß natürlich im Zweifel nicht, ob ich jetzt Karo Ass schon zugeben muss. Doch, er lässt es drauf ankommen. Das gefällt mir gut, denn jetzt kriege ich Karo Ass auf jeden Fall nach Hause. Hier einmal stechen. Einmal Trumpf von oben. Ich glaube, Jolly hat gerade noch einen eingestreut. Auch wenn er jetzt Herz Ass und 10 hat. Vielleicht dürfte ihm das eigentlich jetzt nicht mehr reichen. Ne? Och, er gewinnt noch mit 62. Was ist denn da passiert? Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. Da war dann mit Herz Ass 10 doch nicht genug. War da mehr drin? Karo stand 2-2. War ein Pech jetzt, dass wir in Karo nicht die Ass und 10 noch vertauscht haben. Dann hätte es danach noch einen Kreuzstich gegeben, wo die 10 abgeworfen werden muss. Gut, 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 gut. An der Stelle würde ich sagen, jetzt kommen ungefähr 13 Minuten Pause und dann geht es weiter mit dem Turnier um 21:30 Uhr. Ich kann mal eben gucken, ob schon Tandempartner am Start ist. Henneman. Komm, Henneman. Dich kenne ich. Du schaust doch meine Streams. Vielleicht hast du Interesse. Alles klar. Moment. Ich schalte hier mal eben auf kurze Pause. Also, bis gleich, ihr Lieben. Bleibt dran. Bleibt ja dran. Ich habe ein gutes Gefühl heute.
So, aufgewacht, ihr Lieben, aufgewacht. Es geht weiter. Da bin ich wieder. Und die Turnierergebnisse sind auch da. Also, wir können mal eben schauen. Ich habe schon gehört, es wurde jemand anders gratuliert. Also, wir sind nicht Erste geworden. Da, Dritter sind wir geworden mit 16,63. 29 Euro in der ersten Wertung. 22 Euro in der zweiten Wertung. Man macht 51. Und hier gibt es ein bisschen mehr. 38, aber auch hier beide, die vor mir sind, haben alles gespielt. Okay, irgendwo bei 90. Und im Tandem Zweiter geworden, nochmal 15. Also 105 für 25, so ungefähr. Also das war schon mal ein guter Start in den Abend. Gucken wir nochmal schnell, ist Duell vielleicht auch schon on? Duell ist auch on. Ja, 318. Viel hat nicht gefehlt. 332. Einmal 40 noch hätten wir haben müssen, aber ehrlicherweise waren die nicht drin und Jolly hat das Ding gerockt. Also zu Recht. Wer dieses Ding gewinnt, der hat es auch verdient. Und guck mal hier, ganz knapp sind wir gescheitert. Im Duell. So, aber das ist ja kein echtes Scheitern. Das war ja eine ganz kurze Distanz und 300 auf 9 Spiele ist an sich auch in Ordnung, aber auf die kurze Distanz reicht das eben manchmal nicht. Und jetzt machen wir noch einen. Jetzt machen wir noch einen und in der Tat, Beteiligung ist natürlich mau, weil irgendwie fast 100 Leute hier den Mini-Marathon spielen. Oh, guck mal, ich habe hier der Trick hier wieder mit der Tasse, geil, ne? Weil die von innen so grün ist, wie mein Greenscreen. Das ist auch lustig, habe ich selten gesehen. Guck mal hier, damit kann ich wirklich zaubern. Wie viele Freunde? 16, auch nicht schlecht. Also jetzt machen wir noch eine und zwar die um 21:30. Tandempartner habe ich auch, der guckt hier vielleicht auch im Stream ab und zu mal mit hin. Handyman, konzentrier dich bitte, ne? Und schreib mal kurz vor Schluss, was abgeht. Und ich gucke mal, ob ihr wieder da seid. So, wen haben wir? Coco, 2 Coco, 2 und Gina, 13. Wo kommen immer diese Zahlen in den Nicknames her? Und was sollen sie bedeuten? Oh, 6 volle. 6 volle. An dem Ding komme ich erstmal nicht vorbei. Das wird ja wahrscheinlich schon mindestens bis 48 gereizt. Vielleicht kriegen wir es ja bei 18. Gucken wir mal. So ein halber Kreuz ohne 5, ein halber Krang. Auf jeden Fall zu viel Chancen, um den jetzt hier früh zu passen. Im fünften Trumpf wird es ein Weltriese. Guck mal, Coco überlegt schon bei 20. Hepp, da ist der fünfte Trumpf. Ah, der Billigmacher ist natürlich einerseits, gibt er dem Spiel die gewisse Stabilität. Andererseits heißt er nicht umsonst Billigmacher. Mit 20 unten hätten wir den uns ohne 5 wohl auch irgendwie getraut, hätten ihn natürlich auch spielen müssen. Oh, das war vielleicht, was ist denn hier los? Ich dachte gerade von unten wäre vielleicht ein Fehler gewesen, aber jetzt sieht das so aus, als wäre es genau richtig gewesen. Also ich traue Coco allerdings natürlich noch zu, dass er noch ein Herz Buben hat. Nochmal einmal von unten oder direkt Pik Ass. Einmal noch von unten. Ich traue es ihm zu, es muss nicht sein. Nee, tatsächlich, 5 dagegen. Karo sind alle raus. Gina wird das Trumpf Ass nehmen. Ist nichts passiert, das Spiel ist ja mit diesen 20 im Keller. Beide Karos sind schon gelaufen. Selbst mal angenommen, jetzt Pik Ass wird irgendwie nicht laufen. Was bedeuten würde, dass Gina 3 Herzen hat. Selbst dann ist er, glaube ich, gewonnen. Ah, tatsächlich. Ja, dann kriege ich ja jetzt auf jeden Fall Herz Ass. Denn das hat Gina ja nicht auch. Nee, da was. Ach, ich habe nur ein Herz gedrückt. Herz steht 3-3. Also da ist noch, sind noch die beiden Piken und Herz Ass. Und Gina hat noch 2 Trümpfe und den dritten Herz. Also 5 Trumpf dagegen und Pik frei. Da war es schon gut, dass es jetzt so ein gutes Spiel war. Vielleicht doch nicht so. Okay, auf diese Weise kriege ich Herz Ass trotzdem, denn Coco muss noch Pik bedienen. Auch wirklich lustig. 83 Augen, also war jetzt mit der Findung natürlich kein Problem, aber saß schon ein bisschen giftig. So, Frage nochmal von Naheland. Ist schon lange her, aber trotzdem. Was machst du, wenn du 10.000 Abos voll hast? Na, feiern natürlich. Das wird irgendwie gefeiert. Ich weiß noch nicht genau, wie. Es meandert auch so hin. Ich habe das Gefühl, die letzten 500 Abos, die laufen schon seit einem halben Jahr oder so. Also irgendwie, ja,
vielleicht rufe ich auch nicht mehr so oft dazu auf, ist ja auch alles in Ordnung, aber natürlich werden wir das als kleinen Meilenstein mal irgendwie feiern. So, was hat denn Gina hier bitte für ein Spiel? Sechs Trumpf mit Zweien. Also wenn sie noch einen Ass dabei hat, haben wir wahrscheinlich ohnehin Probleme. Oh, mit Vieren. Sechs Trumpf mit Vieren, mit Anschisszug. Jetzt der Blanke. Ja, Gewinn ist nicht drin, also machen wir es auf die billige Tour. So, vielleicht noch ein Herzstich. Sie ist raus und gewonnen. Hat noch ein Herz dann, ne? Das ist aber egal. Wir wollten ja nur raus. Sieben Trümpfe mit Vieren in Vorhand. Die schlägt man selten. Ausgesprochen selten. Na, guck mal, aus 7 und 8 und gleich was geschnappt. Unerwartet ein bisschen. Warum spielt, kommt nicht Herz zurück? Weiß man nicht. Sechs Trümpfe, blanker Pik und drei Herz oder was? Sieben Trümpfe sogar. Blanker Pik und Herz 10 König. Ja gut, dann hat es wahrscheinlich Herz 10 König und deswegen wollte Gina jetzt nicht Herz zurückspielen. Kann sie natürlich trotzdem machen. Gut, weiß natürlich nicht, dass ich kann auch blank ausgespielt haben. Wahrscheinlich die einzige Konstellation, in der es wirklich sinnvoll ist, den nicht zurückzuspielen. Aber ob Gina jetzt hier immer sinnvolle Züge spielt, das wusste ich jetzt natürlich jetzt auch noch nicht. Oh, das ist schlecht. Ich wollte schon eben denken, naja, da müssen wir Karo Hand reizen, aber zwei Reizungen. Das macht die Sache nicht besser, aber sieht auch gar nicht so. Okay, ein Null ist drin. Ja, ein Coco ist ja entweder sowieso schon beim Pikant unterwegs oder beim Kreuz. Tja. Also bei einer Reizung wäre ich ja noch bereit gewesen zu. Guck mal, das glaubt man manchmal nicht. Da ist ein ungezwungener Grand Hand unterwegs. Ja, könnte auch Grand Ouvert haben, ne? Drei Bauern, sieben Piken. Alles ist möglich. Kommt mir das Rätsel vom Kinnback in den Sinn, wo wir dann trotzdem nehmen müssen. Nein, ich glaube, in dem Fall werden wir es direkt versuchen. Ich dachte, der Karo König drin war. Ah. Aber es wird ja, wie gesagt, ungezwungener Grand Hand. Jetzt sind da noch natürlich ohne Ende Piken. Und ich habe ja auch die Vollen. Also wenn ich jetzt Ass nicht habe, dann kann man auch nur wieder sagen, ne? Dann reicht das vielleicht dann mit den drei Stichen. Wenn Herz Ass noch, selbst das ohne Karo König nicht anzunehmen. "24-Stunden-Stream". Ich habe noch nie in meinem Leben so ein 24-Stunden-Skat gespielt. Und ich glaube auch aus gutem Grund. Jetzt werde ich ja auch nicht jünger mit der Zeit. Und jetzt ein 24-Stunden-Stream. Ich weiß gar nicht, wen ich damit beeindrucken sollte. Euch vielleicht, ne? Ihr könnt dann ja auch zwischendrin schlafen und 8 Stunden später wieder einsteigen. Und mal gucken, wie ich hier mit ganz kleinen Augen versuche, noch irgendeine gerade Karte zu klicken. Nee, ich glaube, das müssen wir anders machen. So, drei Bauern, kein Herz. Pik einfach zurück oder Herz 10, um den letzten Bauern rauszukriegen. Verschiedene Möglichkeiten, würde ich sagen. Oder jetzt direkt Karo hinterher. Ein Bauern,
Bestenfalls noch 2 und Kreuz Ass irgendwas, ne? Ah, Gina hat, glaube ich, oh, gut, Karo war auch okay. Gut, wenn der Kreuz Ass König ist und Gina hat ja 10, haben wir irgendwie 42 oder so? Kann es sein? Haben wir so viel schon? Ich weiß es nicht. Ich habe, glaube ich, keine bessere Karte. Kreuz 10 fände ich jetzt zu brutal. Er muss eigentlich da noch Kreuz Ass haben, ne? Und Ass König, wie gesagt, das war klar. Ziemlich klar. Es juckt mich irgendwie, den zu überprüfen für 18, aber es ist natürlich den sechsten Trumpf finden, dann irgendwie. Aber es ist natürlich, es ist nicht seriös, es ist vielleicht keine gute Idee. Was, ich habe das Gefühl, ich muss hier vielleicht gleich von Anfang wieder ein bisschen was drehen, aber das ist natürlich, also solche Gefühle darf man natürlich gar nicht hören. Coco steht sehr gut natürlich. Krang Hand eben gehabt, jetzt ein Krang mit rein hinterher, da kommt ja immer Freude auf. Die waren ja auch beide sehr gut, die Spiele. So, gucken wir mal, was Gina zu bieten hat. Ich habe übrigens noch gar nicht geguckt, wie ist denn eigentlich die Statistik? Oh, Gina ist ja ganz tight, ganz defensiv. Also da muss man wirklich aufpassen. So, wir wollen einmal etwas genauer gucken, was das für ein Spiel ist. Bei Coco gucke ich inzwischen auch nochmal in die Statistik. Auch im Prinzip defensiv. Herzbube, Herzbube, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Also wenn er aus Herzbube König den oder so gelegt hat, dann ist es eine ganz schlechte Idee, ne? Und aus Herzbube Lusche wird es eine immer schlechtere Idee, weil jetzt hat er meine Trumpf 10 damit im Prinzip eingestellt, die sonst ja nie gefährdet ist. Also wie man aus Herzbube Lusche auf den Pikbuben den Herzbuben legen kann. Und jetzt hat er die 21 nicht mitgenommen. Da hätten wir eine 21er Übergabe gehabt, dass ich in Karo noch meine Trumpf 10. Tja, also. Das läuft so unter Chancentod und die sieben Räuber oder irgendwie so ähnlich. Nichts für ungut an der Stelle, aber der war ja wirklich beschissen getroffen. Kann sonst nicht gewinnen, würde ich sagen. Die 21 mitnimmt. Dann haben wir den ersten vollen Meer und danach Karo 10 schmiere ich und den König steche ich die Trumpf 10 heim. Ne? Ganz easy. Racing Warrior, das ist also schon mal wieder ein Vorschlag, also der gefällt mir auf eine gewisse Weise. Das ist wieder ein Kompromiss. Da kann man wirklich drüber nachdenken. So, Pik König oder Karo, Karo 7 oder Pik König. Trumpf Lusche ist natürlich auch schon wieder irgendwie wenig. Pik König ist auch schon wieder viel. Stehe ich hier wieder mit dem Talent, ne? Was jetzt schmieren? Wann immer Gina einen Trumpfstich nimmt. Okay, jetzt wird es ein bisschen leichter. Ist hier vielleicht wirklich nur ein Fünftrümpfer mit drei Karos und Pik Ass Dame oder sowas? Kann das sein? Weil sonst wäre doch jetzt der Weg über die Dörfer zu früh. Dann kann ich jetzt trotzdem nur mit der 9 rauf. Einen Abwurf klar, Karo oder Pik Dame und den anderen ziehe ich erstmal hin. Dame war natürlich der richtige. Dann nehmen wir erstmal hoffentlich Herz 10. Wenn die gedrückt ist, haben wir, glaube ich, können wir, glaube ich, nicht gewinnen. So, und dann erstmal jetzt hier Druck machen, um so fett wie möglich nochmal einzusacken. Wusch. Naja, da haben wir nun wirklich alles geholt. 39. So, erster Rückschritt bei Coco. Und kleiner Blender hier, ne? Vier Bilder da in der Mitte, aber jetzt haben wir 18 gesagt. Bauer gefunden, das haben wir von auch immer schön. Haben wir ein stabiles, der sieht jetzt eigentlich nicht schlecht aus, der Herz, ne?
Ja, komm. Nicht blank. Sag, dass das Wahnsinn. Dass es das dann überhaupt in der Verteilung drin ist. Dass schon wieder eine Viererlänge steht. Ja, so gut ist er wohl dann doch jetzt nicht, ne? Kann man sich natürlich fragen, ob man nur, du kannst ihn, wenn du ihn rausnimmst, kannst du dich danach nicht mehr wehren, dann spielst du plötzlich gegen vier Trumpf und bist deswegen platt, weil du einfach mitgenommen hast. 13 und 26, das macht 39. Das ist sehr viel Holz, muss man sagen. Muss eigentlich Trumpf 2-2 stehen und Trumpf, Pik Bauer und 10 in einer Hand, ne? Ha, 5 Trumpf. Gott, waren wir von Anfang an chancenlos, auch wenn wir den rausnehmen. Wir waren sowas von rasiert. Tja. Bei 18. Legendär. So, Gina hat jetzt noch 2 Trumpf, weil wir haben ja nicht mal, wir können jetzt Stechen, Karo oben, unten, dann haben wir die Trumpfgabel, aber leider warte mal, was haben sie, was war eben, Karo 10 drin? Aber jetzt, nee, war nicht drin. Ich glaube, wir haben die Trumpfgabel und haben also noch viel gemacht, muss man sagen, aber natürlich trotzdem verloren. Krasses Ding, ey. Krasses Ding. Findest du den? Oh. Komisch. Diese Skat manchmal, ne? Ein komisches Spiel. So, 25. In 3 Stichen können wir den verlieren, aber das ist jetzt auch egal. Grand Hand. So, ziehen wir Pik erstmal ab. Komm, wir ziehen einmal die Einkommen, die Einspielkarten ab. Haben wir schon mal eine erwischt. Kreuz Lusch, okay. Wir ziehen die nächsten. Oh, 2 Pik liegen, das ist ja auch interessant. Also, ich hätte definitiv zum Unverlierbaren reingefunden. Puh, Sieg. 28. Schneider natürlich komplett unrealistisch. Müssten sie am Ende beide falsch wegschmeißen. Und jetzt darf natürlich eigentlich auch weder Kreuz. Jetzt müsste eigentlich nochmal Herz kommen, damit beide am Ende die Chance haben, Karo zu halten. Komplett unrealistisch, aber da ist es auch passiert. Oder ich mache jetzt den Stich mit dem König. Das wäre ja auch niedlich. Bei 28, das wäre niedlich. Nee, geht Gina mit der 10 auf. Okay. So, Ganghand mit 4. Geht doch. Was habe ich denn da eben auch für eine Flocke gemacht? Hatte ich doch nur 3 Bauern, ich Weihnachtsmann. Ja, ist man auch selber schuld, ne? So, wieder 18. Wieder 2 Asse, 2 Bauern. Ich lerne ja nicht. Komm, ich biete sogar noch 20. So, der sollte. Können auch den Pik spielen, ne? Eigentlich ist der Kreuz. Nein, wir machen den Kreuz. Der Kreuz ist, glaube ich, in der Hinterhand eine Ecke stärker. Aber idealerweise sollte natürlich Pik schon 2-2 stehen. Das ist nicht immer Pflicht, das kann auch sonst noch glücklich laufen. Aber es wäre schon hilfreich. So, Trumpf 10 ist auch weg, okay. Ich glaube, wir spielen mal nicht auf den König 22, sondern 43. Karo Bauer noch draußen. Das ist doch Sieg. Das ist doch Sieg, dann nehmen wir auch den Überstich raus. Ich stelle mir jetzt mal gleich bei 60. Das müsste ja reichen. Das muss reichen. 74. Franz Theo nimmt eine Flasche Rotwein. Soll ich 10.000 Leuten dann eine Flasche Rotwein schicken? Scheint mir ein bisschen organisatorischer Overhead. Oder meintest du, Franz Theo, dass du mir eine schickst? Aber was soll ich am Ende, wo ich gar keinen Alkohol trinke und Wein auch nicht, was soll ich mit 10.000 Flaschen? Außerdem fürchte ich, nicht jeder Abonnent wird da mitspielen bei der Geschichte. Also wir müssen weiterdenken, wir müssen weiter überlegen. Bei 10 Stunden am Stück streamen, ganz dahinter bin ich auch noch nicht. So, mein Ass ist erstmal im Rachen von Coco verschwunden. Dafür wissen wir jetzt Bescheid. Und jetzt hier kommt ganz klein. Coco, was ist denn hier? Ein Friedensangebot.
Oh, der hat nichts Gutes abzuwerfen. Das heißt, mit Sicherheit, das ist natürlich auch wieder wenig. Mit Sicherheit hat er irgendwie zwei, mindestens zwei Pik, vielleicht sogar drei. Ja, eben null Augen gestochen hat. Jetzt ist natürlich Trumpf schon etwas klar. Nicht sticht auch wieder. Jetzt kommt die Schwäche in Pik. Na, mein Partner spielt direkt zurück. Gina, warum spielst du ihm denn da die 10 hoch? War das über? Karo rein ins Ass? Nee, Karo Ass bei Gina. Also Pik zurück haben wir jetzt noch nicht überzeugt. Ich glaube, er kommt hin, ne? Er kann trotzdem stechen, aber rein optisch sah es auch nicht so, sah es nicht so überzeugend aus. So, wir wollen mal 18. Ich glaube, ich habe Lust hier. Oh, für 18 haben wir es schon. Kann Kreuz werden, kann Herz werden. Ja. Oder kann ein absoluter Scheißhaufen werden. Also Pik Dame 9 bei 18. Das ist bitter. Da müssen wir den Herz spielen. Mann, sieht der schlecht aus. Mann, sieht der schlecht aus. Hui! Haben wir vielleicht besser die Lusche gespielt, wo wir an sich in Hinterhand erstmal wollen. Haben wir aber nicht gemacht aus irgendeinem Grund. 4, 15. Kommen wir nicht mal an die Pik 10 ran. Egal. Doch, kommen wir doch an die Pik 10 ran. Dann ist ja wieder alles gut. Jetzt kommt Gina ran, nochmal einen, der letzte Peak. Okay, tun so ein bisschen, als wäre es schwer. Und dann lassen wir mal K8 fallen. Koko noch zwei Trumpf, einen Bauern und irgendwas wäre natürlich schön gewesen, wenn jetzt hier Kreuz Ass reingeht. Ganz ehrlich, das wäre der Brustlöser gewesen. Oh, wir kriegen Karo Ass zu stechen. Das ist natürlich auch fair. Jetzt Trumpf raus und dann noch Kreuz 10 machen. Also wir kommen ganz schön weit. Oh, Gina. Jetzt mache ich ja noch zwei Kreuz. Gina, was hast du denn da gemacht? Ich hätte doch gar keinen mehr gekriegt, wenn sie Kreuz Dame ab. Ich glaube, jetzt habe ich sogar noch gewonnen, ne? 70. Heieiei. Ah, okay. Mit Gina eine glückliche Partie da gemacht, eine gute Partie. Also wenn sie auf Trumpf, Kreuz, Dame abwirft, dann haben sie Rest, ne? Wenn sie jetzt einfach nur, ja, also wenn sie Kreuz Ass nicht schmiert, ist platt, dann kommt sie mit Kreuz Ass ran. Kreuz steht 2-2, aber dann kommt halt der siebte da wieder, Karo, und dann ist Coco sein Dings auch noch los. Also der war eigentlich tot, aber muss man sich mal vorstellen, das Spiel jetzt gegen vier Trumpf. Wahnsinn. Natürlich war es ein Geschenk, keine Frage, aber trotzdem, dass das überhaupt so geht. So ist es manchmal beim Skat, ne? Am Ende. So, Bennys Kanal, so will ich es auch hören. Einfach weitermachen. Und dann, aber 20k, das wird krass. Ich meine, die Leute, die richtig von Stream leben wollen oder was auch immer, ne? Die sagen so, der Spaß geht bei 100.000 los, aber da kommen wir natürlich nicht hin, das weiß ich auch. Bei mir ist das ja auch nicht. Es wäre zwar nett, wenn sich so viele Leute für Skat interessieren würden, aber wir müssen realistisch bleiben. Jetzt bin ich aber doch ein bisschen neugierig. Wenn Gina nicht drei Bauern hat, oder war das jetzt bei drei Bauern der Kontrollzug? Eigentlich muss sie drei Bauern haben und Herz zu viert, weil sonst ist das ja. Sie muss ja drei Bauern haben, ne? Immer noch dann drei Fehl in der Flosse. Aber hat jetzt natürlich Glück, dass der nicht gestochen wird, weil sonst. Oh, Kreuz 10. Kreuz 10 ist natürlich an der Stelle ein Angebot, was nicht abzulehnen ist. Kreuz Dame rein. Kreuz 10, König Lusche. Beiden Herz Luschen, die beiden Bauern. Können wir das schlagen? Dann macht Coco zwar noch die Kreuz Lusche, Kreuz 8, 9 gegen König 7 oder irgendwie Kreuz 9 dabei, aber da kriegen sie es so nur einfallen. Also ich muss Pik Ass anbieten, hoffen, dass der auch noch läuft. Okay, dann ist da nur noch Kreuz König, aber dann können wir trotzdem nicht gewinnen, ne? Gut, machen wir Karo 10 spielen. China wird jetzt gleich stechen, hat noch einen Stich in der Abgabe. Jetzt kommt erst Kreuz König und dann kommen die beiden Herzluschen. Sowas in der Art, ne? Und ich muss eigentlich. Pik 10 ist der letzte volle, der noch fehlt. Den hätte Coco mir eigentlich eben reinlegen müssen, aber hat er vielleicht auch nicht gemacht. Also die Luschen stechen wir natürlich nicht. Jetzt kommt Kreuz König und da kommt. Okay, vielleicht. Coco kann keinen Bauern haben, natürlich. Ja, zwei Augen da, aber das war ja Banane.
Henne, Halbzeit 5,74, sehr gut. Soweit sind wir natürlich noch nicht, aber du siehst es ja vielleicht. Ich liege vorne am Tisch. Nicht. Man vielleicht nach Spiel 5, 6 auch nicht gedacht. Also so schlecht hat sich es nach dem Verlorenen gar nicht entwickelt. Ja, nein, danke. Sollte ich wohl. Ich sollte du meinst, dass ich da eben die 18 gehalten habe. Ja. Aber andererseits hatte der Erfolg mir ein Stück weit dann auch wieder recht gegeben. Herz 7, ja, dann bin ich ja wohl verpflichtet, da mal in den Tiefschnitt zu marschieren. Nein, Tiefschnitt ist es nicht, aber zumindest nicht die 10 direkt rauszunehmen. Ass König 9 bei Gina ist zu vermuten. Drei Bauern, Ass König 9. Nö, doch nicht. Der König noch da, das ist schlecht. Dann hat wahrscheinlich Coco jetzt, haben wir auf die Blanke beide geschnippelt, ne? Tina noch einen Bauern, zwei Kreuz, Pik Ass 10, Dame, sage ich jetzt mal irgendwie so. Zieht sie dabei ein Kreuz und dann gut, wenn sie Pik 10 nicht hat, dann kommen wir noch raus, ansonsten hat sie wahrscheinlich Riss. Ja. Pik Ass 10 Lusch. Und Herz Ass beim Partner. Naja, macht ja nichts. 99. Gina übernimmt die Führung. Ich sollte die Reizung ernst nehmen. Ich sollte vielleicht die Reizung im Ernst nehmen, ist immer schön gesagt. Man sollte vielleicht auch, man muss auf sein eigenes Blatt halt gucken, ne? Aber gegen manche Gegner sitzt die Karte dann gefühlt auch immer irgendwie press. Okay, das ist doch in Ordnung. Bitte. Das ist wohl der Blanke gewesen. Hoffen wir sehr. Schön. Herz Ass rein. 30. Noch ein Herz vielleicht rein. Oder Karo 10. Dann hat sie wahrscheinlich noch ein Herz. Na, hier wäre besser Herz 9, eben wäre im Abtrag so. Allerdings jetzt Karo König und bei ihr und Rest für uns. Reicht es uns? Nee, gewinnt er mit 61. Ah, der war knapp dran. Da über, also Karo 10 war zu früh, war nicht nötig. Besser noch Herz 9. Dann hätte ich vielleicht auch sogar Herz 10 gespielt, übergestochen. Und die Karo 10 hätte sie dann noch bei mir auf Trumpf untergebracht. Aber gut, das war jetzt natürlich. Das war ein bisschen krass. So, ich gegen Mittelhans 18 habe ich 20 gesagt. Daniel. Du reitest einen heißen Stiefel und wirst direkt bestraft. Haben wir einen schlechten Null, ne? Schlecht im weitesten Sinne wegen Pik Ass 8 Bauer. 8 Bauer geht ja sogar, aber wenn der aus dem Viererzug ist, ist es halt nicht so pralle. Könnten auch noch, wir machen es nicht, wir könnten natürlich auch noch irgendwie so drücken und jetzt Herz spielen oder so, aber der 0 ist doch noch eine kleine Ecke stärker. Man kann fast sagen, wegen Pik 2-2 kann man auch Karo Ass mitdrücken oder Kreuz 8 und Karo Ass, aber manchmal wird man ja auch gegen drei Piken. Kommt dann noch ein Kontrollzug irgendwie von Gina? Kann ja sein. Kommt noch ein Kontrollzug. Einmal von oben. Nee, direkt ins. Da! Pik 2-2. Ich pfeife. Jetzt Karo 4 zu 0. Nein, ist natürlich nicht der Fall. Jetzt wird mir eigentlich ganz wohlig kuschelig ums Herz. Herzabwurf auch nicht schlimm. Dass ich den jetzt noch verliere, unwahrscheinlich. Pik sind nämlich alle raus. Da ist es passiert. Null gewonnen. Ja, also die Findungen sind hier irgendwie ein bisschen giftig. 20, 20, 20 bin ich raus. Deswegen neugierig, ob
da was gehen kann. Karo Dame, wenn der blank war, dann würde ich sagen, Feierabend für Herrn Coco. Jetzt lege ich mich mal fest. Jetzt ist Feierabend. Sieben Trümpfer? Wieso ist denn da jetzt nicht untergestochen worden? Boah, ey. Sieben Trümpfer jetzt noch mit Kreuz Ass? Ich muss ja trotzdem, ich mache ja trotzdem noch beide Stiche, ne? Einmal Stechfarbe zeigen. Nee, das wird sie ja sowieso jetzt dann finden. Wir spielen einmal ins Kreuz Ass rein. Einschub immer am besten. Sechs Trümpfer. Mit Pik Ass auch noch, oder wie? Warum hat sie denn da nicht Trumpf 9 eben untergelegt? Ja, Pik 10 muss jetzt rein, gleich auf meinen Bauernstich. Jetzt Pik 10, das müsste reichen. Nein! Nein, Gina! Gina! Nein! Oh, das darf nicht wahr sein. Oh. Pech gehabt. Ich habe selbst schlechte Spiele gewonnen. Also am Ende in der Mischkalkulation. Aber das war jetzt natürlich so im neunten Stich. So kompliziert war es nicht. Hätte ich statt Kreuz Lusche wirklich jetzt auf diese Verteilung Pik Dame, Pik König spielen müssen. Man muss es immer so nied- und nagelfest machen wie möglich. Nur wer dann, dass dann ein Pik gedrückt ist und ich dann die 10 raushol, eigentlich komplett unrealistisch, wo noch ein Karo in der Hand ist. Gefühlt konnte da nichts schief gehen, aber es konnte doch was schief gehen. Ich hätte auch einfach den Buben dann ziehen können, ne? Nee, konnte ich nicht. Coco hatte ja noch die Gabel. Das konnte ich nicht. Sonst hätte ich das ja irgendwo auch gemacht irgendwie. Traue mich fast nicht. Aber dann mache ich es doch. Oh, hat Gina 4 Trumpf oder was? Erst die Dame, jetzt das Ass. Ich glaube, Gina hat auch noch Trumpf, aber es ist zu spät. Er kommt hin, er kriegt den Doppelläufer. Pik kam nicht auf den Tisch. Pik 10 ist im Keller. Ganz klar gewonnen. Blanker Karo drin. Bild wieder liegen lassen. Nicht geglaubt.
2 Hertz wahrscheinlich. Ja. Auch noch. Ich habe die Herzlusche abgeworfen. Sie hat jetzt da Herz König 10 hochgespielt oder was? König 10 gedrückt, König oben. Yang, 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 yang. Dann werden wir das Spiel natürlich auch nicht mehr gewinnen. Ik glaube, gegen die ganzen Kreuzen hatten wir. Pik Ass kann sie spielen. Macht sie die beiden Herzstiche, kriegen wir irgendwie 11 Augen mehr oder so, ne? Herz Dame, Herz König. Wir kriegen Herz Dame, Herz König und einen anderen König mehr, ne? Nee, gar nicht. Herz Dame haben wir ja so. Doch, Herz Dame, Herz König und König. Genau, 11 Augen mehr. 333. Ding, Gang mit rein. Gegen die drei Kreuz in einer Hand. War der mit den beiden Herzstichen auch tot. Der 5 Stiche ab. Wo ich Herz klein abwerf, ist an sich logisch, dass sie da kann sie erst Pik Ass zwischenziehen und dann macht die beiden Herzstichen. Na gut, na gut. Es ist, wie es ist. Wir haben es ja so oft gesagt, wir können es nicht ändern, also brauchen wir uns auch nicht drüber ärgern. Es ist eben auch noch kein Skatmeister vom Himmel gefallen und ich habe genug mit meinen eigenen Unzulänglichkeiten hier zu tun, da sollte ich mich drauf konzentrieren, ne? Sieht aber eigentlich nicht so aus, als ob hier noch irgendwas in unserem Sinne passiert, ne? Vorhand machen wir den Herz. Oder machen wir 14 runter, bauen auch. Nee, nicht zum Kleinen. Wir machen 4 runter und spielen den Herz. Standardvortrag ist der gewonnen, also wenn die Karte in der Normalverteilung sitzt, auch gegen 4 Trumpf, ne? Üblicherweise, wenn Karo eben nicht auch noch sitzt. Das ist gut, dann können wir auf Trumpf 3-3 vielleicht sogar eine Mini-Schneider-Chance haben. Naja, die ist wirklich extrem mini, ne? Eigentlich ist die nicht vorhanden. Wahrscheinlich muss ich. Ach so, das Spiel war auch nicht so gut. Ich konnte, glaube ich, mir nicht mehr Trumpf unter durch. Ne? Dann kann ich noch gegen Trumpf 3-3 verlieren. Von oben kann ich natürlich gegen Trumpf 4-2 verlieren. Ist auch alles. Also so wahnsinnig gut war der gar nicht. Aber wir müssen sie natürlich so nehmen. Und er stand ja gut. Es sah so ein bisschen an der blanken Karo. Stand da schon so ein bisschen drauf. Tja, sehr wahrscheinlich wird er die 7 Augen in Pik gedrückt haben. Ne? Es sei denn, er hat irgendwie noch eine Kreuz 10 oder einen Blank, aber da kann ich ja wohl nicht rauf. Die sind wohl gedrückt. Wegbleiben, es sei denn, du hast Ass und 10. Sei denn, du hast Ass und 10, Gina. Nee, ne? Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Doch, gedrückt. Hat Gina noch einen Pik in der Hand oder was ist hier los? Oder hat er die 7 Augen und Gina hat alle Kreuzen inklusive Kreuz 10? Das muss ja die Lösung sein, ne? Gina wusste, dass der Kreuz blank war, weil sie 5 Stück hatte. Dame hat mich natürlich trotzdem jetzt ein bisschen verwirrt kurz, beziehungsweise in
einer anderen Verteilung wühlen lassen. Bringt meist nichts, dieser König. Ne? Manchmal ist er ja dann doch blank. Ich habe mich jetzt entschlossen, so zu spielen. Man kann natürlich auch direkt auf Karo wechseln, die nächste Farbe aufzumachen. Da ist aber auch nichts zu holen. Trumpf steht auch. 3-3 wahrscheinlich, ne? Boink. Oder so. Ne? So, dann machen wir hier noch die 14 und Feierabend. Ja, sehr schlecht, was wir hier haben. Sehr, sehr dünn. Irgendwann müssen wir aber anfangen, diese Locken auch zu reizen hier. Locken, Flocken. Aber an der Stelle, man müssen wir auch gönnen können, ne? Läuft's bei Coco halt heute sehr gut. Darf sich auf keinen Fall beklagen. Fünfundzwanzig, wenn ein bisschen was noch kommt. Wieder lange gebraucht, um jetzt 0 anzusagen. Haben wir ihn vielleicht gleich doch noch mal irgendwo am Schlaffittchen? Wir werden es gleich sehen. Der kam aber extrem schnell, also da bin ich bereit, sofort die 7 zu spielen. Coco, 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 so viele hast du geschenkt bekommen und dann hast du es doch übertrieben. So einem schlechten 0. Gut, das war wahrscheinlich ein Not-0. Das war ja auch wieder nichts gefunden. Halleluja, Halleluja. Auch noch 7, 8, 10 in Karo. 7, 8, 10, 8, 9, 10 wären wir noch wohler. Trotzdem gut genug für ein Herz. Karo 2, 2 steht und irgendwann mal rauskommt. Also auch selbst in blanker Pik 10 einfach noch zu gut, das Ding so zu operieren. So, jetzt erstmal einmal asynchron abwerfen. Siehst du, das hat schon mal geklappt. 15 haben sie gerade mal. Na, das war natürlich nicht so gut, aber Trumpf zu viert werden wir wohl eh nichts gewinnen. Aber das war in dem Moment gut getroffen. 25, gut gegen Trumpf zu viert, ist eh egal. Aber komm, spiel trotzdem von unten. Das stehen die 4 Trümpfe bei Gina. Ich werde verrückt. Jetzt hat sie noch einen Fehl und zwei. Oh, was macht sie denn? Was macht sie denn? Da gibt sie den Trumpfstich auf. Gina, Gina, Gina. 15 Augen weggeworfen. Da schenkt sie mir das Spiel. Also, puh, wirklich, wirklich interessant. 1, 2, 3, hepp. Holze, Kreuz, voll nicht anbieten. Der war ja nun sowieso tot. Und das, stattdessen gibt sie den Trumpfstich auf, der genau auf Sieg steht. Poop. Crazy. Bisschen verrückt schon. So, gewonnen das Ding.
Jetzt Abstich wäre krass gewesen, wenn da noch der Pik-König gestochen hätte. War auf Trumpf nichts, wegen Trumpf voll nicht zu erwarten, aber das war der einzige Verlustweg noch. Also wir gewinnen einfach das Pik. Jetzt 40. Eigentlich müssten wir doch jetzt Oberwasser kriegen, oder? Kriegen Coco verraspelt sich ein 0. Wir kriegen auch so ein ganz verrücktes, wildes Ding geschenkt. Und jetzt geht sie ab, die Marie. F58, sehr schön. Kreuz König sehen wir natürlich gerne. Dann können wir einmal Kreuz Dame an der Stelle mal so ein kleiner Fop-Zug hier machen. Pik König so richtig an. Foppen lässt er sich nicht. Gut an der Stelle. Ziehen wir dann noch einmal Kreuz Ass, damit der Einschub raus ist. Dann Herz König. Bleiben wir plötzlich Besitzer. Noch so ein Fop-Zug hier. Coco fällt nicht drauf rein. Ich glaube, dann ziehen wir einfach mal Knüppeldicke von oben. Mal gucken, ob irgendeiner gleich die Nerven verliert und das Herz Ass da rein ballert wegen Nervenverlust. Das ist, glaube ich, die einzige Schneiderschance. Ja. Oh, wie schön ist Panama. Jetzt wollte er die Karozzen bestellt halten. Hat er ja auch gemacht. Der Schneider kam ja auch von ganz tief unten in einem lustigen Verlauf. So, also wir haben heute hier wieder ein paar Dinge am Tisch. Du, sieht man selten. Kann nicht sagen, dass hier nicht was los ist. Da haben wir jetzt ein 0. Kreuz 8 oder 9 zum 0 Uwehr. 20 macht uns jetzt noch nicht so wuschig. Ist kein guter, aber ich meine, hier müssen wir wirklich dieses Eisen ein bisschen schmieden. Gut, Coco schmiedet natürlich auch und wir haben natürlich auch nichts wirklich hier in der Hand. Wie wird mir denn 15 und noch ein Trumpfstich und Stechfarbe gefunden? So, Gina. Oh, da ist noch ein Bauer bei meinem Partner. Kreuzkönig ist weg. 27. Ja, Herz 7. Herz 7. Eine Karte, die liegt wirklich, die liegt mir bleischwer im Magen. Herz 7. Ja, da ins Leere stechen ist, glaube ich, Blödsinn. Müssen wir irgendwie mal so machen. Coco hat ja auch nur noch zwei Trümpfe. Ein der Lusche, glaube ich, und ein. Er nimmt auch lieber mit, sonst ist das Ass nämlich auch weg. Natürlich zieht er Pik Ass. Wahrscheinlich Herz Ass zweit und Pik Ass dritt, ja. Herzkönig ist doch gedrückt. Oh, Gina, Baby, 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 Baby. Das ist nicht gut. Jetzt kommt Herz 10 und er sticht mit der Lusche und spielt Pik raus. Hat noch zwei Pik-Luschen und die beiden Trümpfe, ne? Wahnsinn. Nee, bedient tatsächlich. Bedient tatsächlich. Dann Pik-König zurück, bitte. Ich tatsächlich natürlich eben. Vielleicht da noch. Habe mich irgendwo verguckt, wieso ist denn zwei Pik-Luschen gedrückt? Vierer Länge Herz bei Coco. Zwei Pik-Luschen gedrückt. Er verliert trotzdem irgendwie. Ich habe das Spiel nicht so ganz mitbekommen. Ich habe es dann gar nicht falsch gespielt, glaube ich, sondern genau richtig gespielt. Auf Pik 10 rein hätten wir noch mehr gekriegt, aber ich hatte auf Pik Dame jetzt eher gedacht, dass da die 4 Herz. Also ich hatte andersrum gerechnet, aber. Anyway, so, wir müssen die Reizung ernst nehmen von Gina, aber es hilft nichts. Drei Bauern mit den beiden Alten und ein Ass müssen wir schon bis 24 hier reizen. Was wir dann nicht gut finden, war es keine Riesenüberraschung. Null können wir auch nicht machen, haben wir ein Kreuz. Alles verraten. Gegen vier Trumpf kann es schwer werden. Oder auch gegen Karo, sehr unrund. Okay, das sieht wieder erfreulich aus.
kommt. Trumpf steht gar nicht schlecht. Na, Gina. Trumpf 10 oder Herzbauer. 11, 17. Wahrscheinlich noch die beiden Karo-Stiche. Und den Jupp. Jupp, Jupp, Jupp. Ja, Coco ist natürlich auch jetzt on the road. On the road. Plötzlich ist er vom Chip-Leader zum Chip-Letzten geworden. Ja, 20 wäre Wahnsinn hier. Stehen ja inzwischen auch schon wieder fast zu gut für solche Experimente hier. Und Coco muss erstmal ein Spiel gewinnen hier, ne? Ja, wird schon wieder umgedrückt. Schwierigkeiten, Turbulenzen. Hat doch ein Karo. Das ist natürlich schlecht, es sei denn, er muss den irgendwie Schneider spielen. Richtig schön ist das natürlich auch nicht. Vielleicht hat er Karo da, Herz-Dame im Keller. Also wir ziehen auf jeden Fall hier einmal hin. Wir machen ja ohnehin nur einen Stich. Wenn er Herz-Dame im Keller hat, dann, was ja manchmal passiert, dann hat er auch, na, kommt er kurz, guck an. Das ist ein Zeichen, dass es nur ein Fünftrümpfer ist. Gina kann nochmal Pik abtragen. Und dann hat sie vier Trumpf. Und ist jetzt Pik frei. Und das machen wir deswegen am einfachsten. Den Pik Buben hat sie ja auch noch. Geben wir ihm die Kreuz 10, kann er einmal stechen. Und danach Pik Ass, Gina sticht, Klein zieht Trumpf, Rest bei uns. Er spielt sogar nochmal Trumpf raus. Ganz. Oh, Pik Bube. Gut, wenn Gina jetzt. Dings, ist egal. Wahrscheinlich hat Coco dann doch noch den Trumpf, ne? Und jetzt Rest. Und Gina doch noch einen Pik. Aber dann ist es ja sowieso egal. Ja. Gut, dann war er ein stärker. Ich hätte auf 5 Trumpfer gehofft. Bei der Drückung kam mir das eher plausibel vor, aber der war gar nicht so schlecht dann für ein Spiel ohne 5. Da ist doch das Bübli. Damit muss der Grand gehen. Ja, der hat schon eine sehr, der ist nicht unverlierbar, aber hat eine sehr große Gewinnerwartung mit 10 Augen unten. Hi Miriam, grüß dich. Das sieht gut aus auf 23. Dann können wir auch den Buben ziehen, gehen nicht irgendwie auf Tempo, sondern auf meine eigenen 3 Vollen noch. Ein Voll ist noch stechend, auf jeden Fall gewonnen. 35. Wenn wir jetzt Kreuz-Doppelläufer kriegen, können wir noch mit Pik Lusche vom Stich auf Schneider hoffen. So kriegen wir also erst bei 58. Dann machen wir einfach den Sack zu. Wupp. Oder 59 kann auch gewesen sein. 1077. 18 unter Freunden. Natürlich ein bisschen gefährlich am Tisch, wo so defensiv ist. Kriegst das Ding auch mal und findest nichts. Aber komm. Vorhin lag Kreuz-Bauer, Pik Ass. Jetzt wird es Pik Ass nicht gewesen sein, aber auf die Chance Kreuzbauer und Herz Ass, wollen wir doch mal die 18 sagen. Und ansonsten haben wir auch schon schwache Spiele gewonnen, also der Versuch ist ja nicht strafbar. So, wenn er darüber kann, wenn er nicht darüber kann, eh egal, also können wir auch direkt einen reinladen. Dann wissen wir wenigstens gleich Bescheid. Gina, 6 Trumpf mit 3. Herz Ass zu dritt und einen Blanken, der kommt jetzt. Ah, erst, nö, kommt nicht jetzt. Erst kommt nochmal schön Trumpf. Da kommen wir nie drauf. Kommt immer noch nicht der Blanke. Ist wahrscheinlich auch noch Kreuz Ass und wartet, dass ich einen Herzen abwerfe. Mache ich aber nicht. Kreuz Ass hat, dann kommen wir so rum auch raus. Mit der Kreuz 10 und dem der Herzdame. So gesehen hat Gina ja hier richtig gespielt, nachdem Herzkönig weg war. Ne? Wenn ich jetzt nur ein Herz abwerfe, dann ist es immer Schneider. Wahrscheinlich sollte sie vor der Herzlusche einmal das blanke Kreuz Ass ziehen.
Wieso tut der Kreuz 10 weg? Hat er noch eine 10? Bin ich dumm? Nein, das kann doch wieder. Also. Eieieiei. Wahrscheinlich die dämlichsten 18, die ich hier in meinem. Somit die dusseligsten 18, die ich jemals gesagt habe. Wenn ich es jetzt kriege, dann wollte ich mich wirklich nicht beklagen, ne? Ein bisschen Frust da. Ich meine, warum freue mich hier nur wirklich nicht über einen verschenkten Schneider da überhaupt? Aber das ist das Schwerste. Einfach zu sagen, hey, na und passiert, ist doch nur ein Spiel. Irgendwie ist man schnell immer emotional wieder dabei, wenn so ganz verdächtige Züge passieren, die man sich einfach nicht erklären kann. Herz ist Trumpf, da machen wir erst den Blanken, damit wir eine Chance haben für unser Herz Ass vielleicht mal im Spielverlauf. Dann gucken wir mal, was in Karo los war. Ja, Gina zieht von oben, das ist schlau von ihr. Damit ist in Kreuz schon mal nichts mehr los und damit ist hier gar nichts mehr los in dem Spiel. Wieder mit Dreien oder noch mehr. 7 Trumpf mit Kreuz, Pup, Karo Ass und 10 König, das ist natürlich gut. Gina rückt mir hier wieder auf die Pelle. Puh. Vielleicht jetzt auch nicht unbedingt eine Gewinnstellung hier 18 zu sagen, ne? Man weiß nicht, 1077, eigentlich bräuchte man noch eins, manchmal reicht das auch. Haben wir dem letzten Chat ausführlich diskutiert, wie oft auch schon 1055 oder so reicht. Meistens reicht es jetzt nicht überall. Im Tandem könnten wir auch noch einen gebrauchen. Tandempartner 1100 irgendwie was. Aber der Ansatz war zu dürftig. Mehr zu verlieren als zu gewinnen. So, das sieht aus wie Feierabend. Ne? Zwei Farben. Haben wir heute das dritte oder vierte Mal diesen Sechstrümpfer mit Ass 10. Wenn man meine noch dazu zählt, haben wir den noch häufiger. Also kommt auch schon relativ regelmäßig vor. Das Ding. Das ist auch nicht. Letztes Spiel, letzte Chance. Ich klinge, ich rassel an der Stelle schon mal fürs letzte Spiel. Eins wäre ja noch ganz nett. Eins, was mindestens 80% hat. Ansonsten muss man aber sagen, habe ich eine verdächtig reine Weste in den Turnieren. Ich habe heute, habe ich am ganzen Abend überhaupt, doch jetzt hier eins, den Herz habe ich verloren. Hier habe ich eins verloren, aber gegen 5 Trumpf. Das war in der Summe, war das extrem wenig. Da hätte viel schlimm, viel mehr passieren können, wenn nicht müssen. Aber ist halt nicht. Erste Serie 16:0, jetzt stehe ich auch ganz okay. Also in der Summe war das ein erfolgreicher Skatabend auf jeden Fall. Und wenn wir hier noch ins Preisgeld kommen und im Tandem vielleicht was holen, dann hat es sich auch gelohnt. Dann sieht es auf meinem Konto wieder ein bisschen freundlicher aus. So, was macht die liebe Gina? Wer hat überhaupt den letzten Bauern? Scheinbar Coco selbst. Coco könnte noch an mir vorbeigehen übrigens. Aber wir wollen, oh, das ist zu wenig. Ich glaube, ich muss passen und ein bisschen die Daumen drücken. Vielleicht nochmal 40 wäre nett, aber das kann es ja nicht erzwingen. Die beiden anderen wollen vielleicht auch noch über 1000 kommen, aber ich bin mit 1077 hier eigentlich mit dem Material wirklich gut dabei. Extrem gut dabei. Muss halt nur noch für einen kleinen Preisplatz reichen. Reizung gibt eine gewisse Hoffnung. Einfach Karo kann er an sich nicht spielen. Damit hat er vielleicht ein Problemspiel jetzt. Gleich die Stechfarbe. Das ist gut.
Ja, die Turmstiche wird Gina schon machen, denke ich mal. Das wäre schon ein bisschen gezockt, jetzt das Kreuz Ass zurückzulassen, zu halten. Man kann es machen. Meist sind da nicht drei Bauern, aber wieso kommt. Okay, wir gucken mal. Die Karo kommt mir jetzt auch verdächtig vor. Karo Ass gedrückt wahrscheinlich. 15, 20. Nee, Karo Ass bei meinem Partner. 41, Karo König auch noch bei meinem Partner. Sie eigentlich stechen und Pik Ass ziehen, ne? Da haben wir noch mal die 40. Die waren vielleicht extrem wichtig für mich. 1117. Das sieht doch wirklich gut aus. Auch fürs Tandem. Kommen wir auf knapp 2300. Meinem Tandempartner habe ich natürlich nicht das Wasser reichen können. Henneman, gut gemacht, gut gespielt, hoffen wir. Gucken. Ups. Manchmal gibt es damit nichts, aber meistens gibt es damit auch was zurück. So, wie das aber ausgegangen ist, das wird ja immer noch ein bisschen dauern. Das könnt ihr euch ein bisschen später anschauen. Mache ich nämlich auch. Das könnt ihr euch später unter Ergebnisse, Turnierergebnisse 21:30 anschauen. Das wird noch ein bisschen dauern. Ist übrigens bei so wenig Teilnehmern sowieso ein bisschen frag. Da ist meistens braucht man ein bisschen mehr, ne? Also vielleicht gibt es auch für die 11, 17 gar nichts. Gut, vielleicht gibt es, also was auch immer. Whatever, wir werden sehen. Die Würfel sind längst gefallen. Wir haben den guten Kampf gekämpft. Wir hatten viel Spaß. Wir haben heute gespielt. Gucken wir nochmal eben. Zwei Serien. Nee, da, und die, da, und den, das Duellchen noch dabei. 16-0 und 11-1. 27 zu 1 mit fast 2800. Also lief. Karte lief, alles hat geklappt. Weitestgehend alles hat geklappt. Und ja, hoffe, ihr hattet so viel Spaß wie ich. Hoffe, ihr seid Dienstag wieder mit dabei bei meinem Livestream mit Gästen. Die Nicole ist dabei und der Theo ist dabei, Junioren Einzelmeister. Und jetzt hat er das Double geholt mit der Sachsen-Auswahl, meine ich. Und auch Junioren Mannschaftsmeister. Also zweimal. Zwei deutsche Meistertitel in einem Jahr bei den Junioren. Ob die schon mal vergeben wurden in der Art, weiß ich nicht, besonders oft jedenfalls nicht. Also wir haben am Dienstag hier wieder eine schöne Partie. Macht es also, richtet es ein. Und bis dahin wünsche ich euch ein gutes Blatt. Gute Nacht.